Leute, was geht? Ja, es ist schon wieder so ein Video, wobei es eigentlich auch klar ist, ihr würdet euch wundern, wenn nicht. Chuyuk hat über mich am 16.07. mal wieder gesprochen, das ist jetzt auch nur 3 Tage her und kann sein, dass es um das Video ging, was ich am Montag hochgeladen habe. Weiß gar nicht mehr, was Senna gewesen ist. Das ist so viel, ich komme gar nicht mehr hinterher. Duskies, Dankeschön für den Prime-Sub. Und ja, lasst Like da, einen Kommentar, bewertet das Video. Okay, lasst uns über lustige Dinge reden. Gestern kam das Urteil mit der Begründung, warum KuchenTV gegen mich verloren hat vor Gericht. Er hat mir ja eine einstweilige Verfügung geschickt und die wurde in allen Punkten von seinem geliebten Wahllandesgericht Braunschweig abgelehnt. Und falls ihr euch erinnern könnt, da ist auch dieses großartige Zitat von Tobias Huch entstanden, der erklärt hat, dass das ein, wie hat das genannt, ein einzigartiges Urteil seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland ist. Und ich fand die Aussage damals schon sehr lustig, aber ich wusste, worauf das hinauslaufen wird. Weil ich ja wusste, was beim Prozess, ne, was wir eingereicht haben und was wir nicht eingereicht haben. Aber ich wollte es halt ein bisschen marinieren und ein bisschen ziehen lassen und habe halt darauf gehofft, dass wir von dem Gericht noch eine anständige Begründung für ihre Entscheidung geliefert bekommen. Und was soll ich sagen, das Landesgericht Braunschweig hat nicht enttäuscht und hat eine anständige Begründung nachgeliefert. Nee, haben sie eben nicht, aber okay. Und it aged like milk. Also ist wirklich... It aged like fucking milk. Sie haben sich ja drüber aufgeregt. Die haben unter anderem, haben die da reingeschrieben, also heute kommt natürlich ein Video dazu, wenn das Placement durch ist. Die haben halt Real Talk unter anderem da reingeschrieben, dass das ja von Chuyoka so überspitzte Kritik ist, weil ich mich ja immer gegen rechts wehre und meine Einstellung ja gar nicht so ist und sie dann quasi mit dieser Gesinnung irgendwie spielt. Also irgendwie sowas haben die da geschrieben und das ist halt so weit hergeholt, weil... Für Chuyoka bin ich ja wahrscheinlich recht. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass sie mich irgendwann mal links genannt hat. Milan, Dankeschön für den verschenkten Sub. Und die meinten halt auch so, ja, die Zuschauer nehmen das ja eh nicht ernst. So, und die Begründung ist so dumm, denn doch, die Chuyoka-Zuschauer, also die 3 Nicht-Hate-Watcher, die noch da sind, die nehmen sowas ernst. Genau das ist ja einfach das Ding. So, und Don Dali, Dankeschön für den Prime-Sub. Und ja, das ist halt, also das ist wirklich... Absolut dämlich, wirklich, es ist halt, also die Begründung ist schon wieder so lächerlich. Und die haben auch irgendwie gesagt, dass es irgendwie zu realitätsfern ist, ungefähr, seht ihr nachher in meinem Video. Also dürfte ich jetzt sagen, ja, Chuyoka wählt die AfD und das wäre dann keine falsche Tatsachenbehauptung, weil sie nennt sich ja links, die wird ja nicht die AfD wählen. Das ist so weit hergeholt, da wissen die Leute, das ist ja nicht ernst gemeint. So, es macht keinen Sinn, wirklich. Man kann jetzt bei allem das, also ganz konkret für die Leute, die sich fragen, worum es geht. Es geht darum, Charlie, Dankeschön für die 2 Verschenke. Wir in der Vergangenheit primär gegen Sift-Twitter, Rechtsradikale, Rechtsextreme und problematische Accounts mit DMCA vorgegangen sind. Askeron unterstützt mich dabei, der macht das quasi für mich, weil radikale Rechtsextreme und problematische Accounts mit DMCA vorgegangen sind. Askeron und problematische Accounts unter anderem Aaron Dubstep Music, der sich in Post gegen die AfD stellt. Also Chuyoka hat hier gerade selber zugegeben, dass gegen die AfD vorzugehen problematisch ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Unterstützt mich dabei, der macht das quasi für mich, weil viele Accounts, gegen die ich auch Strafanzeige gestellt habe, weil sie mich zum Beispiel bedroht haben, von denen Bombendrohungen ausgingen oder... Och, jetzt fängt die wieder damit an, ne? Ja, also ich würde es natürlich genauso machen, ne? Aber, also, Digga, das ist halt, also... Chuyoka kann nichts davon beweisen. Sie stellt sich einfach in die Opferrolle, indem die irgendwas behauptet, sagt, diese Leute sind rechtsradikal... Und das Gericht so, ja okay, also wenn die das behauptet, dann wird das schon so sein. Die KI-Pornografie zu mir erstellt haben, auch einfach massenweise Inhalte, Fotos, Videos, Ausschnitte und andere Dinge von mir geklaut und woanders hochgeladen haben, um mich zu harassen, um meinen Content zu entfremden, um ihn zu klauen oder um ihn zu nutzen, um KI-Pornografie damit zu machen und um das halt wegzubekommen, weil wie ihr sicher mitbekommen habt, funktioniert halt die Meldefunktion bei Twitter und anderen Plattformen nicht so gut. Was sehr gut funktioniert und sehr verlässlich funktioniert, sind halt DMCA-Strikes. Ich habe ja Recht an meinem eigenen Bild, ich habe Recht an meinen eigenen
Video mit, also Videoschnipseln, die da geteilt werden. Und wenn Leute diese Videoschnipsel klauen und da quasi nicht nach geltendem Zitatrecht arbeiten, also keine Quellen angeben, diese entfremden oder diese Sachen einfach irgendwo hochladen, ohne sich wirklich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, nur um den Inhalt zu klauen oder zu entfremden, dann ist das halt rechtswidrig in Deutschland. Ja, okay, also, ich meine, ich habe ja schon in meinem Video gezeigt gehabt, dass Leute gesperrt worden sind, die sich in dem Tweet mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben. Wie ein Aaron Dubstep, wie irgendwas Weber und wie noch so ein anderer mit einem gelben Profilbild. Die haben sich alle inhaltlich damit befasst in den Tweet und haben dann diesen Clip als Bestätigung quasi dazu gepostet, um zu zeigen, hey, guck mal, das hast du gesagt. Die redet sich die Welt so schön, wirklich so. Und das ist halt, also ihr müsst euch mal überlegen, in ihrer Welt ist das wirklich so, ne? Also sie denkt wirklich, dass das tatsächlich so ist. Stimmt, dieser Turk-Kick, den gab's auch noch. So, in ihrer Welt ist das tatsächlich so, obwohl wir sogar das Gegenteil beweisen. Das heißt, wir haben halt einfach Accounts, die aus diesem Spektrum, aus diesem Milieu sind, haben wir mit DMCA tracken lassen und ich habe teilweise Strafanzeigen gegen sie gestellt, um das ein bisschen einzudämmen, was da halt abgeht. Und wie ihr sicher mitbekommen habt, bin ich basically so gut wie gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt gegen irgendeinen YouTuber zu diesem Zeitpunkt vorgegangen sind mit DMCA, ich wüsste es gar nicht. Doch, mich hast du davor schon für Urheberrecht abgemahnt, in der zweiten Abmahnung. Dass ich das gemacht hätte, weil sonst wären ja nicht irgendwie 1500 Videos von mir auf YouTube. So, ich habe ja davon nichts wegschmeißen lassen. Und in diesem Kontext hat ja KuchenTV getwittert gehabt, dass er, also dass sein Anwalt und er prüfen lassen wollen, ob das rechtens ist, was ich da mache und dass Leute, die von mir wegen DMCA gestrikt wurden, die hat Hugo gestrikt, ja, Nemesis, Hugo, sich bei ihm melden können, wenn sie rechtlich gegen mich vorgehen wollen, zero Risiko und er übernimmt halt die Kosten, ne? Und ich habe in diesem Kontext dann damals gesagt, dass ich das so verstehe, dass KuchenTV hier basically primär... Nee, das stimmt auch nicht. Du hast nicht gesagt, du siehst das so, sondern du hast gesagt, KuchenTV hat gerade zugegeben. Also selbst hier lügt Chuyoka schon wieder. Ey, es ist unfassbar. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. So, Digga, das war doch sogar der größte Punkt der Abmahnung war, KuchenTV hat gerade zugegeben. Deswegen sind wir vor Gericht. Ich habe sogar in meinem ersten Video gesagt, wenn sie genau das gesagt hätte, was sie gerade gesagt, so meines Gefühls nach, meiner Meinung nach oder irgendwie sowas, dann wäre das auch eine Meinungsäußerung gewesen. Es geht darum, dass sie mir das in den Mund gelegt hat. Problematischen Accounts finanzielle Unterstützung angeboten hat. Also, what the fuck, ey. KuchenTV hat gerade angekündigt, dass er mit seinen Inhalten Rechtsextreme finanzieren möchte und die Gerichtskosten für deren Verfahren gegen mich tragen möchte. Das ist KuchenTV. KuchenTV, der selber sagt, ich bin nicht rechts und ich distanziere mich von Rechten. Weil ja in diesem spezifischen Kontext die Leute, gegen die wir mit DMCA vorgegangen sind, vor allem Rechtsradikale, Rechtsextreme, SIF-Twitter, KI-Pornografie-Ersteller und ne, problematische Leute waren, die mir Gewaltandrohungen geschickt haben. Und das sind die einzigen, mit denen ich ein DMCA-Verfahren habe. Nee, Digga, das stimmt. Jetzt sind es auf einmal die einzigen. Das stimmt. Och, Digga. Ja, ich weiß nicht, Digga, so du, also du musst mir überlegen, du beweist diese Sachen fünfmal, dass es nicht der Fall ist und Chuyoka setzt sich dann trotzdem noch in den Stream und sagt so, hä, doch, die sind alle rechtsradikal, hä, na klar, wieso gehen nur gegen Rechtsradikale und gegen so problematische Leute vor, ey, ich fühle mich wirklich verarscht, du redest einfach gegen eine Wand, ne? Es ist wirklich, also die Frau ist wirklich, die braucht Hilfe, Digga, Real Talk, langsam bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich mir wirklich denke, die braucht dringend Hilfe. Die hat sich so ein Luftschloss im Kopf gebaut, das ist unfassbar. Digga, das ist doch, also es ist doch wirklich, das ist so langsam, das ist nicht mehr gesund. So stell dir vor, es wird schon widerlegt, dass du nur Rechtsradikale sperrst. Und einen Monat später, nachdem das fünfmal veröffentlicht worden ist, stellt die sich immer noch dahin und sagt, also das waren alles nur Rechtsradikale. Das heißt, wenn er allen Leuten Geld anbietet, die mit mir ein DMCA-Verfahren haben, dann halt primär diese Accounts. Das ist der Tweet! Und KuchenTV hat sich ja mega drüber beschwert, weil er gesagt hat, sie hat behauptet, ich würde Rechtsextreme finanzieren und keine Ahnung was alles und hat mir eine einstweilige Verfügung geschickt, weil er diese Aussage unterbinden wollte. Und das wurde vom Gericht komplett abgelehnt. Das heißt, meine Aussage darf so stehen bleiben, wie sie da steht, in allen Punkten.
Und dann wurde ja das mega skandalisiert. Und Skandalurteil und wie kann das sein und das ist ein Fehlurteil und das OLG wird es richten, ja. Und wie kann das freie Meinungsäußerung sein, dass man das einfach behauptet und das geht so nicht. Und dann hat der Tobias Huch aus dem Auto, der war ja beim Prozess, im Gegensatz zu mir war der ja sogar anwesend, ich war nicht da, hat er danach einen Stream aus seinem Auto gemacht, wo er gesagt hat, das ist ein einzigartiges Urteil seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland, ist kein Witz. Das hat Tobias Huch gesagt. Und die haben sich alle mega krass aufgeregt. Was sie vergessen haben und was sehr lustig ist, ist, dass KuchenTV, ich meine mich zu erinnern, in seinem YouTube-Video danach ja behauptet hat, er könnte nachweisen, dass wir gar nicht gegen solche Accounts vorgegangen sind. Und er könnte nachweisen, dass das alles so nicht stimmt. Was KuchenTV vergessen hat, ist, dass er vor Gericht zugegeben hat, dass er das wusste. Nee, das stimmt übrigens auch nicht. Und ich weiß, worauf sie hinaus will. Ich zeige euch das hier einfach mal ganz kurz. Und das ist wirklich vom Gericht auch ultra dreist, das so zu schreiben. Gehe ich drauf ein. Alexander Bose ist ja gerade hier. Ich weiß nicht, der kann vielleicht dazu was in den Text schreiben. Und zwar steht im Urteil, der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass es zutreffend sei, dass er vor seinem Tweet von einem seiner Moderatoren, also Askeron, darüber informiert worden sei, dass sein Moderator der Beklagten erklärt habe, dass die urheberrechtlichen Löschungen nur gegen ganz bestimmte Personen vorgenommen würden. Vor diesem Hintergrund hat die Beklagte ihre Auffassung geäußert, er würde die Hilfe anbieten. So, erstmal der Fehler daran ist, ja, Askeron hat mir geschrieben, das ist richtig, aber Junge, warum versteht diese Seite das nicht? Etwas zu behaupten ist kein Beweis. Wenn ich jetzt einfach sage, die Erde ist flach, dann ist die Erde nicht flach. Ja, die behaupten, dass sie gegen diese Leute vorgehen, aber ich kann doch das Gegenteil beweisen. Digga, wie checkt man das nicht? Ich habe nicht einen einzigen Account gesehen, dass die mir belegen konnten, guck mir, wir haben den gesperrt, der hat das gepostet, der ist rechtsradikal und deswegen haben wir den sperren lassen. Nicht ein einziges Mal. Ja, es ist richtig, dass er mir das von mir aus sagt, deswegen ist doch kein Beweis. Digga, dass das Gericht das überhaupt so als Beleg sieht, das muss man sich überlegen. Also fürs Gericht ist wirklich Hörensagen ist ein Fakt ab jetzt. Digga, das sind Richter, die studiert haben. Ey, wirklich, das ist... So, und das Lustige ist, da steht, und das ist auch das, was falsch ist, Jackie, danke für den T1-Stop, da steht ja, dass ich vor meinem Tweet angeschrieben wurde. Das stimmt aber einfach gar nicht. Ich habe meinen Tweet gemacht um 15.35 Uhr und die Nachrichten von Askeron habe ich um 16.23 Uhr bekommen, also fast eine Stunde später. Und was da auch nicht drin steht, ist, dass ich gesagt habe, ja, er hat mich angeschrieben, aber das ist kein Beweis. Ich habe doch tausende Gegenbeweise, dass sie das nicht tun. Das wird einfach weggelassen. Das steht einfach nicht im Urteil. Digga, das muss man sich mal überlegen. Also die haben meine Sachen halt tatsächlich einfach weggelassen und nur das hingeschrieben, was da für Shoyoka gut ist. Digga, das ist krass eigentlich. Und deswegen auch Alexander Bos kann das safe auch bestätigen, dass ich zu 100% gesagt habe, dass ich ja das Gegenteil beweisen kann, dass das halt nicht stimmt. Und ich habe auch gesagt, dass das kein Beweis ist, wenn mir irgendjemand, das auch kein Beweis ist, wenn mir irgendjemand einfach was erzählt. Digga, das ist unfassbar, wirklich, das macht mich so sauer. Und Askeron hat auch nicht gesagt, dass die gegen Rechtsradikale vorgehen. Da steht nur, wir haben SIF-Twitter striken lassen und Leuten, bei denen das Zitatrecht nicht greift. Digga, er hat sogar das lese ich jetzt erst. Er hat sogar das Gegenteil zugegeben. Quentin, danke für den Prime-Sub. Ich sehe das jetzt erst. Er hat selber gesagt und Leute, bei denen das... SIF-Twitter und Leute, bei denen das Zitatrecht nicht greift. Da steht nichts von Rechtsradikalen. Natürlich wusste ich das, dass er das zugegeben hat. Und natürlich wusste ich auch, dass er das wusste. Sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Aber Askeron hat einen der Mods von KuchenTV kontaktiert, bevor er, also ne, bevor das alles eskaliert ist, und hat ihn darauf hingewiesen, gegen wen wir mit DMCA vorgehen und wer quasi, ne, also was für Personengruppen wir da gerade attackieren, und hat sogar noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihm mitgeteilt, dass wir nicht gegen ihn, sondern dass er sich quasi keinen Stress machen muss, aber dass wir ihn nicht random für DMCA rausnehmen lassen, sondern es konkret darum geht, einfach nur diese Leute einzudämmen.
Und KuchenTV hat vor. Ja, Quenne, du kannst mir das ja irgendwie nochmal kurz schicken. LP Michael, danke schön. Dass er von seinem Mod darauf hingewiesen wurde und das Angebot trotzdem ausgesprochen hat. Ups. Das ist nicht so gut. Das stimmt auch nicht. Nein, das stimmt einfach nicht. Alter, also vielleicht ist das ein einzigartiges Urteil seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland, wie Tobias Hoch gesagt hat. Oder KuchenTV hat einfach vor Gericht zugegeben, dass er Bescheid wusste und hat vergessen, dass er zwar in seinen YouTube-Videos mit seinen ganzen Lügen ohne Konsequenzen davonkommt, weil seine eigene Community nicht mitdenkt, aber das bei einem Gericht... Vor allem, der Punkt ist auch so irrelevant. Selbst wenn ich das wusste, etwas zu behaupten ist kein Beweis, Shoyoka. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch so dumm sein kann. So, das ist, also ich also wirklich, ich bin sprachlos. Für sie ist wirklich, ne, wir haben denen das gesagt, dann ist das auch so. Hä? Ja, da, ist. So, also, Askaron hat ihm geschrieben, so, will Tim nicht D-Rain, wollte nur Bescheid sagen, dass wir Sif-Bubble, Drachenhader, Stolzmonat seit heute Morgen, nee, dass Sif-Twitter auffordert, mich striken zu lassen. Und hat einen Link gesendet, dass die mich striken lassen wollen. Und die sind abgefuckt, dass ich sie durchstrike. Es sind immer noch keine Rechtsradikalen. Ein bisschen anders ist, wenn wir erstens nachweisen können, dass er darüber in Kenntnis gesetzt wurde und er zweitens dann sogar noch zugibt, dass er darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Und das Schöne ist, dass das Gericht jetzt in seiner Begründung das schriftlich mit festgehalten hat. Ich lese einmal vor, ne, nur damit niemand sagen kann, hä, wo Beweise? Wir müssen mal gucken, ich werde da auch noch was dazu machen. Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung auch erklärt, dass es zutreffend sei, dass er vor seinem Tweet, ne, das ist wichtig. Ja, das hatten wir gerade. Vor seinem Tweet von einem seiner Moderatoren, das ist die Person, mit der Askaron gesprochen hat, darüber informiert worden sei, dass ein Moderator der Beklagten erklärt habe, Askaron, dass die urheberrechtlichen Löschungen nur gegen ganz bestimmte Personen vorgenommen wurden. Vor diesem Hintergrund hat die Beklagte ihre Auffassung geäußert, dass der Kläger, wenn er trotzdem undifferenziert Hilfe anbietet, auch diese Personen... Ja, und das ist so oder so, ist das komplett hinfällig. Dieser Punkt macht aus mehreren Gründen einfach keinen Sinn. Ich habe ja geschrieben, wir prüfen gerade, ob wir dagegen vorgehen können. So, aber was sie ja schreibt, Bombendrohung, KI-Pornografie, die Morddrohungen oder was sie noch gesagt hat, das sind ja alle Straftaten. Ja, dagegen kann man ja gar nicht vorgehen. Da sind die ja schuldig. So, das heißt, alleine schon logisch gesehen, passt es gar nicht. So, und das heißt doch nicht, dass ich rechtsradikal unterstütze, denn ich habe keiner bestimmten Gruppe zugesprochen, sie zu unterstützen, sondern wir prüfen das. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich das wusste oder nicht. Es sagt nicht aus, dass selbst wenn 80 Leute rechtsradikal wären, was bis heute nicht bewiesen ist, dass ich diesen Leuten Hilfe angeboten hätte. Und ich habe das nicht zugegeben. Und darum geht es, um das Zugeben. Und Gruppen unterstützt. Das heißt, das Gericht hat nochmal in der Begründung schriftlich festgehalten. So, das ist krass. Dass das Gericht da auch noch mitmacht, Digga. Es ist unfassbar. Weil Shoyoka jetzt noch weit weg, noch mehr weiter weg von der Realität sein wird als vorher. Dass KuchenTV selber vor Gericht zugegeben hat, dass sein eigener Moderator ihn darauf hingewiesen hat, dass Askaron sich gemeldet hat und ihm vor seinem Tweet erklärt hat, gegen wen wir vorgehen. Und er hat sich das entschieden, dann trotzdem zu twittern und hat danach geheult und behauptet, ich wusste das nicht, ich kann beweisen, dass das nicht stimmt, bliblablub. Jada, 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 so wie wir KuchenTV kennen, wenn er den Mund aufmacht und lügt. Also nur so viel dazu. Das ist wirklich fucking brilliant. Schöker, das ist das Skandalurteil. Ich meine gerade bei Twitter, der sich beim Lügen verplappert. Ah ja. Ich bin gespannt, wie viele Influencer... Guck mal, das Ding ist, man muss sich das mal überlegen. Shoyoka könnte ja wirklich einfach Belege zeigen. Die werden doch gespeichert haben, was sie wie angegriffen haben. Die Tweets sind ja noch da, man kann nur das Video nicht sehen. Sie könnte doch jetzt einfach instant bei Twitter 10 Links posten, guck, das waren die, das sind Rechtsradikale. Wenigstens, dass man mal weiß, ja, es waren auch wirklich welche darunter. Warum macht sie das wohl nicht? Was denkt ihr, hm?
Shoyoka, ja, überleg mal. Aber die auf TV reagiert haben, sich bei mir vor entschuldigen Gericht. Werden, die mich nicht, erst dass du wieder denkst, ich will dir irgendwas antun. Und keine Ahnung was diffamiert haben, die gesagt haben, ha, komplett lost und Fehlurteil und wie soll das sein und Shoyoka lügt da. Sadie, werden sich bestimmt ganz viele Alpha-Kevins bei mir melden und sich für ihre neutrale Einordnung, bei der sie offensichtlich keine fucking Ahnung hatten, wovon sie reden, entschuldigen, dafür, dass sie Partei ergriffen haben für einen offensichtlich chronischen Lügner, statt vielleicht ein Urteil und eine Begründung eines Landgerichts. Auch er hat das nicht Ja, Shoyoka weiß halt nicht, was Fakten sind, so, ne? Also nichts abzuwarten. Aber hey, was weiß ich schon, ne? Ja, ja, ja. Und das Schöne ist, tatsächlich kam ja dann die Argumentation auf, aber wir haben auch 2 Accounts gefunden, die nicht rechts waren, bla bla. 4 oder 5. Bla bla, ne? Also Sarafi hat in seinem Schriftsatz Accounts eingereicht, die angeblich nicht rechts waren. Das ist sehr lustig, dass diese Accounts angeblich nicht rechts waren, weil einer der Accounts, der von KuchenTV vor Gericht präsentiert wurde, als nicht rechter Account, hat einem linken Aktivisten eine Abschiebung in sein Heimatland gewünscht. Ich weiß nicht genau, welchem politischen Spektrum man angehört, wenn man Aktivistinnen Abschiebungen wünscht. Aber ich glaube zu meinen, es kommt aus einem rechten Spektrum. Anti-Dave oder was? Wahrscheinlich. Aber es ist schön zu sehen, dass KuchenTV und Sarafi beide offensichtlich so unfassbar politisch gebildet sind, dass es ihnen nicht mal dann möglich ist. In welchem Kontext hast du das geschrieben? Da können wir jetzt ja wenigstens den Kontext hier mitkriegen. Die politische Gesinnung von einem Account einzuordnen, wenn es um Abschiebungen geht. Das heißt, wir können auf jeden Fall sicher gehen, dass KuchenTV selber die politische Bildung hat, um zu definieren oder zu erkennen, ob er selbst eine Pipeline nach rechts ist oder nicht. Okay, ja, dann, also gut, guck mal, selbst nehmen wir jetzt einfach mal, ich kenne jetzt den Kontext nicht, vielleicht schreibt er den rein oder an wen das geschrieben ist oder so, ne, aber warte, ich suche hier mal einen anderen Account raus. Das ist halt leider dieses Cherrypicking, was halt Shoyoka jedes Mal betreibt. Ich suche hier gerade den... ich einfach Aaron ein, ich glaube, dann finde ich das, oder? Okay, hier. Also, du willst mir sagen, Aaron ist auch rechtsradikal, der hier übrigens, so wie die AfD, keine Alternative ist, bla bla bla. Oder davor hat er auch gepostet oder gerepostet, so an die AfD-Wähler da draußen, vergesst nicht, euren Stimmzettel zu unterschreiben. Also, der ist für dich dann auch rechts, ja? Der ist für dich rechtsradikal, oder? Weil du hast ja gerade zugegeben, du hast ja gerade sogar selber gesagt, so, ihr geht ja nur gegen Rechtsradikale vor. Der ist auch jetzt rechtsradikal, oder wie? Oder hat es Askaron nicht hinbekommen, den richtig einzuordnen? Also ich kann genau das gleiche machen wie du. Also, wirklich, ey. Dieser einwandfreien politischen Analyse ist er uns allen voraus. Ungefähr so, wie wenn Bozum nicht rechtsextrem ist, weil man es bei Amazon kaufen kann. Ne, Sarafi? Wirklich. So ein Clownsverein. Ja, und nun kommt dann dieser Stream. Ist ja auch keine Lösung, so weiterzumachen. Einfach Schlusskurs und weiter geht's. Hey, ich habe ihm doch angeboten, dass wir aufhören. Und ich habe KuchenTV angeboten, obwohl ich den Prozess gewonnen habe in allen Punkten und ich bis jetzt alle Prozesse gewonnen habe. Es steht 3-0 zum jetzigen Zeitpunkt. Habe ich ihm angeboten, dass wir nicht mehr übereinander reden. Und er hat gesagt, er hat kein Interesse daran, weil er verdient damit Geld. Es gibt für ihn keinen Grund, damit aufzuhören. Er möchte aber zumindest noch auf das reagieren und auf das reagieren und er will gar nicht aufhören. Hat er am gleichen Tag, hat er gesagt, will er nicht. Ich habe gesagt, dass seine Aktivitäten für die PKK ein Schlag ins Gesicht aller Türken in Deutschland ist und ich mir wünsche, dass solche Spalter ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Ja, und schon ist das wieder ein ganz anderer Kontext, der für Shoyoka natürlich nicht ganz so wichtig ist, ne? Nicht machen. Das heißt, wieso sitzt du bei mir und sagst mir, ich soll nicht drüber reden, während Leute halt über Gerichtsprozesse lügen oder erfinden, es wären Sonderurteile seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland. Ja, das Ding ist auch, also ich glaube, also Shoyoka, daran sieht man auch wieder, wie fernab sie von jeglicher Realität ist. Ja, also sie verliert überall Follower, so, sie macht sich überall zur Lachnummer. Ja, er steht für dich 3-0 vor Gericht, weil du Sachen wie Hatefluencer abgemahnt hast. Und warum auch immer im ersten Urteil gewonnen hast. Also erstmal Hochmut kommt vor dem Fall, weil alle Urteile werden nochmal gegengecheckt, eine Instanz höher. Und ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass das nicht wieder 3-0 ausgehen wird. Ja, von mir aus auch nicht 0-3, lass von mir aus 2-1 für uns sein oder so. Aber das wird auf jeden Fall, nicht so bleiben. Das ist schon mal das Erste. Ja, von mir aus, selbst wenn du immer vor Gericht gewinnst, du hast doch selber schon gesagt gehabt, das kann ich dir auch gerne nochmal zeigen, weil ich glaube, okay, ich muss hier gleich was machen, okay, warte,
Dann kommt das Video heute. Ich kann dir das gerne nochmal raussuchen. Ich kann dir das gerne nochmal raussuchen. Weil du hast es wahrscheinlich wieder vergessen, ne? Das passiert häufig. Wartet, ich mache mir jetzt hier mal die Mühe. Ich hab's gleich. Wartet. War das hier? Hier müsste das irgendwo sein, oder? Ein Augenblick. Oder kam ein Video später? Warte, ich gehe heute zurück hier. War das im Juni? Ich weiß es gar nicht. Oh, jetzt finde ich das hier natürlich nicht. Wartet. Ah ja, hier. Jetzt habe ich es. Ah ne, warte, das ist falsch, aber dann müsste es das sein. So. Ne, okay, das ist auch nicht. Wartet. Jetzt. Ich dachte, ich hab's. Shioka selber hat ja gepostet gehabt. Wartet. So, hier, jetzt habe ich es. So, hier. Sie hat ja selber gesagt, ja, ich bin keiner der Klagen eingegangen, um mich zu schützen, sondern um aufzuzeigen, dass es nichts bringt und ich damit nichts gewinnen kann. Brüstet sich komischerweise jetzt oder sagt jetzt, ja, guck, ich gewinne ja immer vor Gericht. Deswegen bist du derjenige, der das jetzt beenden muss. Obwohl sie ja selber gesagt hat, dass es ihr nichts bringt. Es bringt ja auch nichts. Ja, okay, du hast jetzt diesen Einfall gewonnen, wo ich gegen dich vorgegangen bin und weiter. Ich mache immer noch genauso meine Videos, ich mache immer noch genauso meine Streams. Sie hätte sogar recht, was sie da macht, was sie da sagt. Zivilklagen bringen überhaupt nichts, das ändert ja nichts an der Sache. Shoyoka, und ich stehe in unserem Beef super da. Ich werde gefeiert dafür, ich krieg Aufrufzahlen. Ja, du brauchst hier, jetzt wird sie wahrscheinlich sagen, ha, jetzt hat er selbst zugegeben, aber man sieht's ja offensichtlich. So, ich krieg meine Aufrufzahlen, ich krieg meine Abos, ich krieg meine Zuschauer, während du nur noch Hate-Watcher hast, deine Zahlen runtergehen, wenn du nicht über uns redest. Ich bin nicht derjenige, der das klären muss. Ey, von mir aus können wir das auch 5 Jahre so weitermachen. Also, so, die hat so ein komisches Weltbild. Also, in ihrer Welt ist sie wirklich diejenige, die diesen Beef gerade wirklich gewinnt. Du verlierst nur Follower auf Twitch. Ich krieg welche dazu. Also ich kann gerne so weitermachen, ja? Also. Ich darf doch hoffentlich in meinem Stream sitzen und erzählen, dass ich vor Gericht in allen Punkten gegen KuchenTV gewonnen habe. Locky, danke schön. Und die ganzen Kosten jetzt bei ihm sitzen bleiben. Schade. Warum? 3000 Euro musst du doch selber zahlen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Als zumindest bei dem. Oder war es der andere Fall? Was soll ich euch machen, ey? Ich finde es irgendwie krass, wie von beiden Seiten das Wort Lügen so inflationär verwendet wird. Denke eher, dass das einfach verschiedene Lebensrealitäten sind. Ja, die eine Lebensrealität bekommt vor Gericht Recht, die andere nicht. Das sind die zwei Lebensrealitäten. Ja, mehr gibt's dazu nicht. Ja, und wie gesagt, ich habe ja sogar, also sie hat ja mit dem Angebot, auf jeden Fall hat sie ja sogar gelogen, weil ich habe sogar gesagt, so ey klar, lass uns das annehmen. Ich will halt auf jeden Fall noch auf die Gerichtsprozesse, will ich auf jeden Fall noch eingehen dürfen. Ansonsten würde ich es halt lassen. So, weil, ja, macht ja dann keinen Sinn, aber, ja, das ist alles, was ich dazu gesagt habe. Und das will sie jetzt komischerweise dann wieder nicht annehmen. So, weil sie selber weiß, dass sie davon lebt. So safe war dieses Angebot auch nicht ernst gemeint. Übrigens hat einer geschrieben, die verliert gar keine Follower mehr. Minus 15, minus 76, minus 39, minus 35, minus 79, plus 11, minus, minus, plus, minus, plus, minus. Also, und hier wurde sie gebottet wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus, passiert mir auch hin und wieder. Ja, toll. Das war's. Ich habe in einem Punkt in dem Verfahren gewonnen. Er zahlt die Kosten dafür. Und, dann bis zum nächsten Verfahren oder so, ne? Das Einzige, was halt nach wie vor sehr ärgerlich ist, glaubt ihr, er übernimmt auch die Märkte, er hat ja Leuten quasi angeboten, dass er ihre Verfahren übernimmt, wenn sein Anwalt prüft und halt rausfindet, dass das ungerecht oder nicht gerechtfertigt ist, was ich da mache. Und wir haben ja jetzt den Fall, dass seine einstweilige Verfügung nicht gerechtfertigt war, weil sie in allen Punkten abgelehnt wurde. Glaubt ihr, er übernimmt die Anwaltskosten, die er mir verursacht hat, weil sein Anwalt so lange Schriftsätze verursacht? Das ist halt ein bisschen dieses Problem, wenn man mit Sarafi in einem... Ja, Shioka, ich hab dir das Angebot auch schon gemacht. Wenn wir wirklich ein festes Urteil haben, was rechtskräftig ist, du schickst mir 1000 Abmahnungen. Wir machen es so, bei jedem Prozess, den du dann komplett gewinnst, übernehme ich deine Kosten, die darüber hinaus entstehen.
Gleichzeitig machst du das Gleiche aber bei meinen Prozessen. Also wenn ich zum Beispiel in einer negativen Feststellungsklage komplett gewinne und du mir da offensichtlich Müll gesendet hast, dann zahlst du mir die ganzen Mehrkosten, die ich habe. Shoyuka, ich gehe das Angebot gerne ein. Bei den ganzen Abmahnungen, die du dir schickst, das wird lustig, glaube ich. Können wir gerne so machen. Da habe ich auch kein Problem damit. Das Lustige ist, dieses Urteil ist nicht mal rechtskräftig. Warum soll ich dir denn irgendwas zahlen, wenn es noch nicht mal rechtskräftig ist, Digga? Es wirklich, dieses... In einem Anwaltsverfahren ist, Sahafi ist der Anwalt, ne, von ursprünglich, von ich weiß, von Montana Black und von Skurros und von Tobias Huch und von Kuchen und keine Ahnung, wen der noch alles vertritt. Und der schreibt halt Märchenbücher. Also wenn es irgendwann nicht mehr wird, weil er zu viel vor Gericht gegen mich verloren hat, dann kann er Märchenbuchautor werden. Der reicht halt für jedes Verfahren, das wir haben vor Gericht, reicht der halt wirklich, also der reicht Bücher ein. Das ist kein Witz. Okay, also sie weiß das, aber schickt uns trotzdem immer mehr Abmahnungen, wo wir dann immer wieder Anwälte engagieren müssen, um dagegen vorzugehen. Und sie weiß ja dann, wenn wir Sarafi nehmen, dass da lange Schriftsätze kommen. Also nur mal so, der Schriftsatz von Sarafi bei der Sache jetzt, wo wir vor Gericht gegangen sind, ich glaube, das waren 24 Seiten oder so. Und das meiste davon waren Zitate aus ihrem Stream, was wir abgemahnt haben. We right. Dankeschön für den Preis. Wir haben bei den Verfahren gegen Tobias Huch, gegen den einstweiligen Verfügungen, die ich eingereicht habe und die durchgesetzt wurden, hat er insgesamt über, was waren das? 200 Seiten eingereicht, das war so viel. Es war so viel. Der schreibt einfach komplette Romane hinten weg und macht dann Fußnoten für seine eigenen Punkte, die er anbringt. Ja, Shoyuka. Und warum muss er das machen? Weil du Abmahnungen rausschickst. Das muss man sich mal überlegen. Sie schickt Abmahnungen raus, um in dem Fall Tobias Huch zu schaden und wundert sich dann, wenn eine Antwort kommt, wenn die zu lang ist. Ey, wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll noch. Furi, dankeschön für den Prime. Weil er halt so viel schreibt. Und nein, das ist nicht relativ normal, das ist Blödsinn. Lasst euch da bitte nicht von der Gegenseite verarschen. Es ist so wenig normal, dass beim mündlichen Prozess, den ich gegen Tobias Huch hatte, sogar die Richterin das angesprochen hat, dass Sarafi mal zum Punkt kommen kann mit dem, was er schreibt. Das ist nicht normal, dass so viel geschrieben wird. So, das ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass der Anwalt es nicht hinbekommt, zum Punkt zu kommen. Und das geht eigentlich den meisten Leuten auch innerhalb dieser Verfahren ziemlich krass auf den Sack, wenn sie für einen Punkt 6 Seiten lesen müssen, auch wenn man es in einem Absatz zusammenfassen könnte. Weil die Sachen halt nicht voll sind mit, weil die Sachen halt nicht voll sind mit Fakten, sondern halt einfach nur voll gespammt sind mit allen möglichen Sachen, die halt irrelevant dafür sind. Also es geht hier nicht um irgendwelche komplizierten oder komplexen Verfahren, wo man sich irgendwie auf mehrere Jahre bezieht, sondern es geht um einstweilige Verfügungen, wo dann 1 oder 2 oder 3 einzelne Aussagen angegriffen werden und er reicht dafür über 100 Seiten ein und verliert dann trotzdem, weil er halt lauter Sachen reinschreibt, die halt völlig irrelevant sind für das Verfahren. Und naja, also gegen Müller-Römer hat er gewonnen, ne? Das, was halt mega, mega nervig dabei ist, ist, dass es halt weit über dem ist, was halt in der Norm angegeben wird für solche Verfahren. Und ich bekomme halt, auch wenn ich den Prozess gewinne, bekomme ich halt, also das Verfahren wird von der Gegenseite quasi bezahlt und ich kann halt einen Teil von dem, was mein Anwalt gekostet hat, in Anspruch stellen, aber nicht in das Gesamte, weil es halt so viel mehr Arbeit kostet, das zu machen, als eigentlich für solche Verfahren im Durchschnitt berechnet wird. Das heißt, du gehst... Nee, auch das ist halt nicht richtig. Es gibt halt einfach eine Gebührentabelle. So, und gute Anwälte, und da gehört ihr Anwalt übrigens laut der Tabelle auch dazu, ja, also teurere Anwälte, sagen wir es mal so, die einen höheren Stundensatz haben. Also es wird, da wird halt geguckt... ja, weiß ich nicht. Die Gebührentabelle, ich muss mal gucken hier. Gebührentabelle RVG quasi, wie da abgerechnet wird. Wie viel da quasi pro Stunde und so weiter genommen werden darf. Und wenn Anwälte mehr als das nehmen, dann musst du es selber zahlen. Und das macht auch Sinn, Shoyuka. Und du bist doch Antikapitalistin, oder nicht? Du bist doch so links. Das müsste also dieses Gesetz, dass du den gegnerischen Anwalt dann nur nach der Gebührentabelle zahlen musst, müsste, also gerade für dich müsste das ja genau das Richtige sein. So, stell dir mal vor,
keine Ahnung, irgendein Unternehmen, ja, sagen wir mal Twitch, verklagt jetzt irgendjemanden, der hier im Chat beleidigt oder sonst irgendwas und geht da mit den teuersten Anwälten Deutschlands gegen vor, gewinnt, weil es offensichtlich falsch war und die Gegenseite soll dann den Anwalt zahlen, der, sagen wir, 100.000 gekostet hat. Wäre das fair? So, dann könnte ich mir, wenn, wo du mich beleidigt hast, dann nehme ich mir 5 Anwälte, ziehe das vor Gericht, gewinne, weil du mich beleidigt hast. So, und dann musst du 500.000 Euro zahlen. So, das, es geht auch darum, halt die andere Seite zu schützen, dass du nicht pleite wirst, weil du mal angezeigt worden bist. Das macht schon Sinn, warum das so ist. Aber da ist man dann doch wieder nicht links, ne? Da hat man dann doch eher rechte Sichtweisen anscheinend, ne? Halt über diesen erwartbaren Wert heraus. Und ich meine, niemand hat dich gezwungen, einen Anwalt zu nehmen, der über der Gebührentabelle ist. Du hättest auch jeden durchschnittlichen Anwalt nehmen können, der ne geringeren Stundensatz nimmt, wo du weniger zahlst, wo du dann nichts darauf packen musst. Das wäre gar kein Problem gewesen. So, dann beschwer dich doch nicht. Weil du deinen Anwalt dafür bezahlen musst, 100 Seiten gegenzulesen. Bei einer einstweiligen Verfügung, bei der 3 Aussagen angegriffen wurden. Das ist halt komplett verhältnismäßig, also unverhältnismäßig. Also als Beispiel betrachtet, das Verfahren gegen KuchenTV, danke, die einstweilige Verfügung, die er eingereicht hat. Auch deswegen, weil Braunschweig den Streitwert nochmal runtergesetzt hat, obwohl sie so viele Anlagen eingereicht haben. Ich habe das in allen Punkten gewonnen und bleibe trotzdem auf 3.500 Euro Anwaltskosten sitzen. Ja, Shoyoka, was denkst du, was mich deine 4 Abmahnungen bisher gekostet haben? Weil sie ist mit keiner Abmahnung, die sie mir bisher geschickt hat, ist sie selber vor Gericht gegangen. Einmal habe ich ja die negative Feststellungsklage eingereicht und die eine kam auch erst heute, die andere vor einer Woche. Aber bei der zweiten hat sie auch nix vor Gericht, gar nichts eingereicht. Ich bleib auch auf den Kosten sitzen, alleine dafür, dass mein Anwalt erwidern muss. Und da frage ich mich schon, Shoyoka, also findest du das fair? Warum schickst du mir eine Abmahnung, wenn du dann nicht vor Gericht gehst? Ist das fair? So, wenn du da eh nicht gegen vorgehen möchtest, dann kannst du mir jetzt ja meinen Anwalt auch wieder bezahlen, oder nicht? Denn offensichtlich war es dir ja egal. Jenny, danke für den Prime Sub. Weil ich das nicht einreichen kann. Wird das Verfahren selbst teurer, wenn so viel eingereicht wird? Naja, es gibt halt für sowas normalerweise einen Streitwert, der festgelegt wird. Und anhand des Streitwerts wird halt festgelegt, wie teuer das Verfahren ist und auch wie viel du halt von der Gegenseite, vom Anwalt, ein Geld halt, ne, bezahlen lassen kannst, wenn du vor Gericht gewonnen hast. Und dieser Streitwert wurde, obwohl so viele Anlagen eingereicht wurden, es sind irgendwie, ich glaube, 24 Sachen da eingereicht worden, und der Streitwert wurde halt mega krass runtergesetzt. Also der Streitwert wurde bereits auf, ich glaube, was waren es, um die 50.000 Euro nur von Sarafi angesetzt und das Landgericht in Braunschweig hat es nochmal auf 30.000 Euro runtergesetzt. Zum Vergleich ein anderes Gericht, bei dem wir davor waren. Dass ja, sie selber fordert 235.000 Streitwert wegen 17 Thumbnails oder so. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, wirklich, das ist halt, also dieses... Jetzt im Durchschnitt pro eingereichte an, also... Ja, plus der Streitwert hat auch nichts mit der Masse an Dingen zu tun, pro eingereichten Punkt, ne? Schon einen Streitwert von 10.000 an, wenn man es danach bemessen hätte, wäre der Streitwert bei irgendwie über 200.000 gewesen. Das heißt, es ist halt total weird, wie die Streitwerte von den Gerichten festgesetzt werden. Und dadurch, dass der Streitwert so weit runtergesetzt wurde, bleibe ich jetzt, obwohl so viel eingereicht wurde, auf so hohen Anwaltskosten sitzen, obwohl ich in allen Punkten gewonnen habe. Ist halt pain. Ja, der Streitwert richtet sich halt nicht nach der Arbeit, die fällt, sondern für die einzelnen Punkte wird halt ein Streitwert festgelegt. Und da kann man noch gucken. Zum Beispiel einzelne Aussagen sind meistens so 5.000 bis 10.000 Euro Streitwert. Ich hatte zum Beispiel gegen Isan Bayern war ich ja vor Gericht, ich glaube wegen 12 Aussagen. Und das Gericht hat gesagt, jeder der Aussagen hat einen Streitwert von 5.000 Euro, deswegen waren es dann am Ende 60.000. Und Shoyoka denkt, ein Thumbnail ist 10.000 Euro Streitwert. Also yes, das heißt... Ich habe in allen... Ja, Müller-Römer reicht ständig so hohe Streitwerte ein. ...Punkten gewonnen gegen KuchenTV und mache 3.500 Euro Minus. Und das, obwohl mein Anwalt echt schon günstig ist für das und nicht mal mehr alle Stunden komplett überall abrechnet, die da irgendwie entstehen, wenn wir am Abend noch mal kurz über was sprechen, weil es einfach gigantisch wäre sonst. Ja. Perfektes System, ja, super. Macht toll, macht richtig viel Spaß. Also ist wirklich absolut großartig. Ja, und das wusste man ja vorher nicht, ne?
Wirklich, also du musst dir das, Digga, das ist halt, also ich komme darauf, ich komme auf diese Dummheit wirklich langsam nicht mehr klar. Kakwas, dankeschön für den Prime-Sub. Ja, also das weiß man, das sind Dinge, die man vorher schon weiß und du schickst mir ja auch 4 Abmahnungen. Schickst Tobias Hoch 2, 3 Abmahnungen. Schickst noch andere Abmahnungen raus. Ich bleib hier auf den Kosten sitzen. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Digga, wirklich, ey, es ist ermüdend. Es ist ermüdend, wirklich. So, das Ding ist, ich muss ganz kurz meinem Cutter das Video hochladen. Ich muss so viel Geld für diese Anwälte zahlen. Aber hier KuchenTV, hier, ich muss das Skript kurz hochladen. Ich gucke gleich, ich mache euch das Video so lange. Deine Mitarbeiter sind dir so wenig wert, dass du sie entlässt und mit dem Jahresgehalt einfach unnötige Abmahnungen gegen den Boys Club raushaust. Wow, Shoyoka, du liebst die Arbeiterschaft wirklich. Vor allem verstehe ich die Abmahnung auch nicht, denn sie hat ja vorher mal Folgendes getwittert. Ich bin keiner der Klagen eingegangen, um mich zu schützen, sondern nur um aufzuzeigen, dass es nichts bringt und ich damit nichts gewinnen kann. Und Leute aufhören sollen, du musst nur Anzeige erstatten, zu rufen, weil es keine Opfer schützt. Es greift erst, wenn es schon zu spät ist, in ein paar Jahren. Und das Ganze möchte sie uns jetzt mit der neuen Abmahnung anscheinend nochmal beweisen. Das ist einfach Shoyokas Intelligenz zusammengefasst. Hier ist das Ergebnis des Mathe-Tests. Wow! Eine 1! Aber wegen was hat sie mich jetzt abgemahnt? Tatsächlich, und das ist kein Spaß, wegen Thumbnails. Das so. Soll jetzt nämlich eine heftige, richtig schlimme Person. Warte. So, machen gleich weiter. Ah, scheiße, er musste das Video löschen, weil man den Link gesehen hat. Digga, du... Och, Mann, ey, er muss auch nicht sofort löschen, ey. Digga, die kann das nicht in 3 Sekunden machen. Ich wollte das gerade noch runterladen, ey. So, da müssen wir kurz warten, bis das hoffentlich gereuploadet wurde. Oder er stellt es nochmal kurz online, lässt es mich schnell runterladen einfach. Er hat es gelöscht. Och, Digga. So, dann ist das eventuell der erste Teil. Ich lade es einfach in 2 Teilen hoch. Ich guck mal. Dann, ja. Hallo. Naja, dann mache ich das halt direkt hier rein. Und dadurch, dass der Streitwert so weit runtergesetzt wurde, bleibe ich jetzt, obwohl so viel... Dann fehlen die letzten 6 Minuten, aber das ist egal. ...auf so hohen Anwaltskosten sitzen, obwohl ich in allen Punkten gewonnen habe. Ist halt pain in yes. Das heißt, ich habe in allen Punkten gewonnen gegen KuchenTV und mach 3.500 Euro minus. Und das, obwohl mein Anwalt echt schon günstig ist für das und nicht mal mehr alle Stunden komplett überall abrechnet, die da irgendwie entstehen, wenn wir am Abend noch mal kurz über was sprechen, weil es einfach gigantisch wäre sonst. Ja, Shoyoka, aber wenn es doch so teuer ist und so viel kostet, warum schickst du uns dann eine Abmahnung nach der anderen, die wieder Geld kostet? Ich verstehe es nicht, wirklich. Ja. Perfektes System, ja, super. Kannst du mir die letzten 6 Minuten da nochmal hochladen? Macht toll, macht richtig viel Spaß. Also ist wirklich absolut großartig, wenn man Verlust macht, obwohl man in allen Punkten vor Gericht gewinnt. Macht richtig Spaß. So. Was bringt dir recht, wenn du selber sagst, du hast kein Geld, aber willst noch mehr Geld verlieren? Ist nicht mal böse gemeint. Ich wurde verklagt. Ich habe die einstweilige Verfügung nicht eingereicht. Okay, also jetzt beschwert sie sich aber darüber. Und seitdem hat sie mir schon wieder eine Abmahnung geschickt übrigens, ne? Also sie beschwert sich darüber, dass sie auf Kosten sitzen bleibt und dass nichts bringt, schickt mir jetzt wieder heute eine neue Abmahnung. Ey, wirklich, das ist... Bei der einstweiligen Verfügung geht es ganz konkret darum, dass KuchenTV eine gegen mich eingereicht hat und in allen Punkten verloren hat und ich jetzt trotzdem über 3.000 Euro Kosten habe. Gizzy, danke für den Prime-Sub. Kann das sein, dass das ihre Strategie ist, um mich nach und nach finanziell ausbluten zu lassen? Ich glaube, denen juckt das nicht, ob sie verlieren oder gewinnen. I don't know. Ich finde halt krass, wie sehr verblendet manche Leute. Pia erklärt das doch wie Erwachsene. Pia regelt Erwachsenen, erklärt Erwachsenen und ist erwachsen. Und die Gegenseite so, nö. Ich weiß, dass ich im Recht bin, egal was die Richter sagen. Die Zuschauer wissen ja, wer Recht hat, Zwinker. Es ist gesellschaftlich so traurig. Du kannst wirklich dir als männlicher Influencer alles erlauben in dieser Gesellschaft. Könnt ihr euch erinnern, wie KuchenTV sich darüber beschwert hat, dass ich seinen Sohn mit reinziehen würde in die ganze Situation und wie sie alle ihre Kinder immer als Schutzschild nutzen? Vor ein paar Tagen. Ich habe einfach nur den letzten Link geschickt, den du reingepostet hast. Ja, und ja, mal wieder halt, ne, Männer können sich einfach alles erlauben, ne? Ja. Nano, dankeschön für den Prime-Sub. Also ich meine, eine Anni beispielsweise,
Kam jetzt einfach nach einem heftigen Shitstorm zurück, wo die krassesten Sachen gedroppt worden sind. Auch eine Frau übrigens. Na, ist auch alles in Ordnung, aber klar, nur Männer dürfen sich alles erlauben. KuchenTV in seinem Livestream erzählt, dass seine Ex-Freundin ihn daran erinnern musste, seinen eigenen Sohn von der Kita abzuholen. Und er erzählt das in einem Livestream, weil er so wenig Verständnis für Care-Arbeit hat, dass er nicht einmal realisiert, was für ein Armutszeugnis das ist, wenn du dich als erwachsener Mann ins Internet stellst und dabei zugibst, dass du vergessen hast, deinen eigenen Sohn aus der Kita abzuholen und die Mutter, deine Ex-Partnerin, dich daran erinnern muss, deinen eigenen Sohn aus der Kita abzuholen, den du in der Früh in die Kita gebracht hast. Ja, heute. Ja, das ist das, worauf man sich angucken. Das war das, wo ich das gesagt habe. Das nagende Gefühl, als ob ich irgendwas vergessen habe. Hey, wenn du es vergessen hast, war es sicher unwichtig. Ja, du hast recht. Ja, also das ist halt schon wieder komplett falsch dargestellt. Shioka geht schon wieder auf Familie. Ich meine, at least habe ich noch ein gutes Verhältnis zu meiner Ex. Ich glaube, das kannst du mit Kalle nicht so wirklich sagen. Ne? Das Ding ist dazu, ich habe dazu gestern schon was gesagt gehabt. Ich finde es von ihr aus mehreren Gründen absolut ehrenlos, weil sie die ganze Thematik nicht mal richtig dargestellt hat, sondern wieder Sachen aus dem Kontext reißt und halt ihre Geschichte der Seite erzählt. Ich habe nur am Montag in den Kindergarten gebracht und Gina hat mich vor 2 Monaten, wirklich, das war im Mai, gefragt, ob ich ihn an dem Montag abholen kann, weil sie da irgendeine Klausur schreibt und das länger braucht. Und ich habe gesagt, ja klar, Digga, kann ich halt machen. Aber wie das mit ADHS so ist und deswegen ist auch das hochgradig ableistisch, was sie da gesagt hat, so kann ich mir solche Sachen logischerweise nicht merken. Und das war auch nicht so, dass jetzt die Kita angerufen hat bei Gina und gesagt hat, jo, das Kind muss abgeholt werden, sondern wir am Morgen um 9 Uhr hat sie mich gefragt, ja, ist nur in der Kita, ist alles cool, bla bla bla. Und ich habe gesagt, ja, alles easy. Und sie dann so, ja, aber du weißt, dass sie ihn heute abholen muss, oder? Und ich so, ah ja, der stimmt, ich muss ihn heute abholen. Ja, ja, klar, Digga, mach ich. So, also das ist halt, das ist schon wieder so absolut ehrenlos, das so falsch dahin zu stellen und mich wegen meinem ADHS irgendwie fertig zu machen. So, das ist halt, Digga, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, wirklich. Ehrenlos einfach, aber du wirst schon sehen, was du davon hast. Aber sie geht auf Familie. Digga, du hast es selber erzählt. Wenn du nicht möchtest, dass Leute in Frage stellen, was du machst. Ja, und wie gesagt, also ne, Noah hat auch ich habe ihn ja da ganz normal abgeholt, ne? Also da ist doch überhaupt nichts passiert. Weißt du, wenn sie das schon erzählt, dann soll sie es halt wenigstens auch komplett vernünftig erzählen und nicht ihre Seite. Als Familienvater. Wo sie denkt, ja, nee, das hat er ja genauso gesagt. Dann hör doch auf, einfach lauter peinliche Sachen im Internet zu erzählen. Du bist doch sonst so ein großer. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was das mit Care-Arbeit zu tun haben soll. Bruder, wir haben das Wechselmodell, jeder hat ihn eine Woche und am Montag bringe ich ihn normalerweise hin und sie holt ihn ab und nächsten Montag bringt sie ihn hin und ich hole ihn ab. Also ich habe meinen Sohn auch immer eine komplette Woche, Shoyoka. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Ahnung von Kindern als du. Großer Verfechter davon, dass er sagt, Leute müssen mit Gegenwind rechnen und müssen damit leben, dass sie für Dinge kritisiert werden, die sie selber teilen. Ich erinnere mich an einen 20-jährigen KuchenTV, der eine 12-Jährige gemobbt hat und der letztes Jahr stolz erzählt hat, dass ihre Karriere zu beenden das größte Projekt seines Kanals war. Der hat sogar eine über ihre Gebärmutter geredet. Fertig gemacht. Nee, das war ja so gemeint, dass sie nicht mal ihr eigenes Leben hinbekommt. Dann soll sie nicht darüber reden, wenn andere Menschen noch für Kindersorge tragen müssen. Die hat sich da gar nicht einzumischen. Und das war der Beginn seiner Karriere. Und bis heute redet er sich darauf hinaus, dass er sagt, naja, die Eltern tragen ja die Verantwortung, weil wenn sie Blödsinn im Internet macht, dann muss sie damit rechnen, dass ein erwachsener Mann sie mobbt. Das ist sein Verständnis für seine eigene Verantwortung. Wenn ja, sie hat auch immer noch nicht gezeigt, was jetzt das krasse Mobbing gewesen ist, dass ich im Video ihre Eltern kritisiert habe, größtenteils, aber okay. Ja, Kinder mobbt. Aber wenn er selber erzählt, wie scheiße er ist, dann heult er rum, wenn Leute ihn dafür kritisieren und dann ist es unfair. Ja, tut mir leid, dass ich scheiße bin, Shoyoka, und dass ich ADHS habe und deswegen in Therapie bin und Medikamente nehmen muss. Ja, kann ich schon verstehen, ne? Menschen mit psychischen Krankheiten, ich weiß gar nicht, wie man ADHS einordnet, das ist, glaube ich, so eine körperliche Beeinträchtigung, ne, ist nicht psychisch. Ne, es ist, ja, das ist natürlich,
Dafür kann man, deswegen sind Leute halt scheiße, ne, offensichtlich. Also, ich weiß nicht, wie du über Leute denkst, die im Rollstuhl sitzen oder so, ne, aber anscheinend ja dann, ja, so neurobiologisch, ne. Digga, sie zieht ja einfach wirklich gerade Beeinträchtigung in den Dreck. So, das muss man sich mal überlegen. Die ist so krank im Kopf, dass sie das ja angeblich macht, sind wir ja mega ableistisch und ganz doof, aber wenn ich nach 2 Monaten etwas vergesse, weil ich halt ADHS habe und es mir nicht gemerkt habe, greift sie mich deswegen an und deswegen bin ich scheiße. Wie, der Rollstuhlfahrer ist 5 Minuten zu spät zum Termin gekommen, weil er noch rollen musste? Ja, der ist richtig scheiße. Das ist einfach Shoyukas Argumentation, das ist unfassbar. Ich weiß auch nicht, was daran so schlimm sein soll, aber Shoyuka kann sich alles über 2 Monate merken. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Und dann ist es ad hominem und mimimimimimimi. Für KuchenTV gelten nicht die gleichen Regeln wie für andere. Akuron, danke schön. Er darf alle mobben und alle sind selber schuld. Aber wenn er sich benimmt wie der größte Clown im Internet und Leute ihn dafür kritisieren, dann heult er. Und zwar ganz laut und ganz viel. Es ist schon spannend. Es ist schon wirklich sehr spannend, die Doppelmoral von KuchenTV zu sehen, der sonst immer allen anderen Doppelmoral vorwirft. Fast so, als würde er ein bisschen mehr über sich selbst reden, als über andere, wenn er seine Doppelmoral-Videos macht. Es ist quasi, er ist so knapp davor, Selbstreflexion zu erkennen. So, das habe ich bei dir auch gehofft, aber... Knapp. Jetzt braucht er nur noch einen Spiegel in seinem YouTube-Video statt ein Foto von einer anderen Person. Wo sagt sie was gegen dein ADHS? Leute mit ADHS sind vergesslich. Das ist eines der größten Symptome, weil man sich zum Beispiel nicht richtig konzentrieren kann oder Sachen nicht richtig mitbekommt. Und wenn sie mich dann dafür frontet, dass ich das vergessen habe und sagt, dass ich scheiße bin, weil ich das vergessen habe, dann und das nur passiert ist, weil ich ADHS habe, dann hat sie mich wegen dieser Beeinträchtigung scheiße genannt, obwohl ich nicht mal was dafür kann und eine Therapie dagegen mache und sogar Tabletten dagegen nehme. Die liegen sogar hier, Antamoxetin, kann ich euch sogar zeigen. Dann kriegt das hin. So knapp. Oder vielleicht braucht er noch ein paar Prozesse, wo er verliert. Würde sie verklagen. Das ist nichts, wofür ich sie verklagen kann. Aber ich glaube, so ein schönes kleines Video dazu, das denke ich mal ganz lecker. Das kommt am Montag oder Mittwoch. Ich verstehe das auch dann, aber ich glaube nicht. Dann hat sich da das Gericht gegen ihn verschworen. Oder ist es ein einzigartiges Urteil seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland? In einem seiner letzten Videos hat Backtech TV über die Hälfte seinen Sohn auf dem Arm, keine Ahnung warum. Weißt du wirklich nicht, warum? Nicht auf deinen Arm. Wow. Aber Digga, du brauchst da keine Sachen einblenden, Digga. Oh. Ich äußere die Mutmaßung, dass es sich für mich als außenstehende Betrachterin so aus, also so, ne, sieht für mich als außenstehende Betrachterin so aus, als würde KuchenTV auffällig oft seinen Sohn dann thematisieren, wenn er krass in der Kritik steht. Wo genau stand ich da jetzt in der Kritik? Fast so, als wäre der Sohn ein Schutzschild. Fast so, als könnte man dann sagen, sie geht auf die Familie. Warum zieht sie meinen Sohn damit rein? Guck dieses YouTube-Video mit 400.000 Aufrufen, wo ich meinen Sohn auf dem Arm habe. Aber Shoyoka zieht meinen Sohn hier rein. Die geht auf Familie. Hä? Digga, die dreht ja komplett am Rad, Alter. Ja, also erstmal ist das mal wieder absolut respektlos und einer hat irgendwie reingeschrieben, dass es gerade übertrieben war, aber logisch gesehen hat sie genau das gesagt. Und auch das wieder ist absolut ekelhaft, Shoyuka. Mag sein, dass du aus einer Familie kommst, die trotzdem keinen Bock auf dich hat, aber die zusammen gewesen ist, wo Mutter und Vater sich halt weiterhin lieben und zusammen sind und das ist ja auch schön. Bei mir und meiner Ex hat das nun mal einfach nicht geklappt und wir sind alleinerziehend. Und ich sag mal, gerade du als Content-Creatorin solltest mitbekommen, dass das eben nicht wie ein 9-to-5-Job ist, wo man sein Kind in den Kindergarten bringt, man geht arbeiten, holt den ab und dann ist vorbei, sondern man als Content Creator auch durchaus mal am Wochenende arbeiten muss und ich das Cake News eher Samstag oder Sonntag machen muss, weil das ja aktuell sein muss mit den News, die da halt kommen, logischerweise. Und der Grund, warum mein Sohn dann des Öfteren in diesen Videos drin ist bei den Cake News, ist, weil ich ihn zu der Zeit habe und ich alleinerziehend bin. Und es dann manchmal auch keine andere Möglichkeit gibt, als dass ich ihn dann mit ins Büro nehme und wenn er in der Aufnahme auf meinen Arm möchte, dann ist es auch in Ordnung für mich und da mache ich das auch, weil mein Sohn dann in dem Sinne vorgeht, ich habe kein Problem damit, solange man sein Gesicht nicht sieht und ich dann auf meinen Arm habe, wenn er das will. Ich weiß, Shoyuka, also so wie du dich im Internet verkaufst, würdest du deinen Sohn oder deine Tochter offenbar mal, nicht, dass das dazu kommt, aber dass du die natürlich dann irgendwo wahrscheinlich bunkern würdest in einem anderen Raum oder so, damit du in Ruhe über mich ablästern kannst, aber ich liebe meinen Sohn tatsächlich, ja, und nehme ihn dann auf den Arm, wenn er das möchte und ich weiß auch nicht, wo ich da in der Kritik standen soll. So, wir können mal gucken, das war hier
Okay, Shoyukas neue Abmahnung, aber das, also, da stand ich ja nicht in der Kritik. Du stehst in der Kritik dafür, dass du mir das schickst. Und davor habe ich eine Woche lang Videos über Mois gemacht. Da stand ich auch nicht in der Kritik. Das war, um genau zu sein, die krasseste Woche von den Klickzahlen her. Und auch davor ging es nicht über dich. Da war dann das Urteil. Ich stand hier nirgendwo in der Kritik. Digga, das ist halt, also die ist wirklich krank, Digga, wirklich. Und damit spricht er den emotionalen Aspekt von den Familienvätern in seiner Community an, die dann alle losspringen und sagen, das kann sie nicht machen. Wie kann sie auf Familie gehen? Du bist da nicht mal auf Familie gegangen. Digga, ich hab da nur ganz oberflächlich über die Abmahnung geredet, wo es nur um Thumbnails ging. Da ging es nicht mal um meine... Was labert sie da gerade? Ehrenlos. So, okay. Cool, was für ein großartiger Aspekt. Ich nehme jetzt meine Familie jedes Mal auf den Schuss. Katze, wenn ich was sage und wenn ich dann kritisiert werde, sage ich, warum geht der auf meine Haustiere? Warum zieht er meine Haustiere damit rein? Ich kann ja nichts dafür, dass er für seine Verfahren oder dass ein KuchenTV für seine Verfahren einen Anwalt nutzt, der hunderte Seiten schreiben muss, damit er zum Punkt kommt und dann trotzdem verliert vor Gericht. Warum muss ich da? Ja, ich glaube, das eine ist auch Daves Katze, ne? Aber soweit ich weiß, sind die auch zusammen. Also dafür dann bezahlen, dass wir... Er hat's geschafft, Digga, aus der Friendzone raus. Wenn da eh nichts bei rumkommt. Das ist das, was mich nervt. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn die einfach ihr Geld aus dem Fenster rausschmeißen würden und sagen würden, ja, aber ich will 150 Seiten haben. Okay, aber warum muss ich das lesen? Und mich nerven halt wirklich... Warum musst du Abmahnungen schicken? Mich nerven diese Both-Sides-Influencer mittlerweile so krass. Also ne, so ein Alpha-Kevin, der selber von sich aus angegeben hat, er möchte das jetzt alles ein bisschen neutraler beobachten, er will nicht mehr sich einfach nur auf eine Seite einschießen, der dann sogar noch in seinem Stream, wo er sich das Video von KuchenTV zu diesem Verfahren anschaut, noch suggeriert und sagt, ne, irgendwas, ne, ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber irgendwas von wegen, ja, aber da müsste es ja einen Anknüpfungspunkt geben, wenn sie sowas sagt, so hat sie ja gelogen, da gibt's ja keinen Anknüpfungspunkt. Und der eher glaubt oder eher glauben möchte, dass das ein total verkacktes Urteil von dem Gericht ist, als auch eine Sekunde drüber nachzudenken, dass das Gericht vielleicht so entschieden hat, wie es entschieden hat, weil es, Spoiler, tatsächlich einen Tatsachenanknüpfungspunkt gibt. Nee, also ich glaube, die hat das Urteil nicht gelesen. Das Einzige, das eine, was sie da gelesen hat, der Rest hat aber quasi einfach nur gesagt, so, jo, also das sieht sowieso keiner so. Das glaubt keiner, weil ich mich ja auch gegen rechts immer ausspreche und so weiter. Also da waren ja noch andere Punkte drin. Es gibt keinen Anknüpfungspunkt dafür. Es gibt keinen Anknüpfungspunkt dafür, dass das wirklich irgendwelche rechten Accounts sind. Askaron selber hat das auch nicht, hat das auch nie geschrieben, dass es Rechtsradikale sind. Die Vorstellung, dass das, was ich gesagt habe, mit Fakten untermauert wurde und ich deswegen das gesagt habe und dass ich das vor Gericht beweisen kann, ist so utopisch für diese Leute, weil sie so viele Shoyoka-Lügt-Videos gesehen haben, dass sie eher bereit wären zu glauben, dass das ein Fehlurteil ist oder ein einzigartiges Urteil seit der Begründung der Bundesrepublik Deutschland. Neutral ist es nur, wenn man Pia zu 100%ig zustimmt, ja, ja. Als vielleicht anzunehmen, dass KuchenTV lügt. KuchenTV, der konstant dabei erwischt wird zu lügen. Like all the time. Der gleiche Typ, der geprankt hat, dass er seine Ex-Freundin verprügelt hat. Was hat das jetzt mit Lügen zu tun? Der eine 12-Jährige aus dem Internet gemobbt hat, der in der Vergangenheit Werbung für die AfD gemacht hat und für die NPD, der immer wieder dabei erwischt wird, wie er Scheiße macht, der eine andere Influencerin gedoxt hat und gemobbt hat und den ganzen Tag mit unangenehmen Sachen auffällt, weil er aus seiner 16-jährigen Edgelord-Phase nie herausgekommen ist. Und immerhin lasse ich mich nicht von Dave flachlegen, ne? Also dann ein Täter plattformt. Und ne, in Bezug auf Mois. Und auch da dann sagt, ja, war nur ein Joke. Und dann aber erklärt, dass er das Interview mit Mois erst dann führen wird, wenn der im Gefängnis ist. Nicht, weil ihm die Betroffene wichtig ist, die Opfer dieser Gewalt und dieses Terrors geworden ist, sondern weil ihm sein eigenes Leben wichtig ist. Für die, die es nicht mitbekommen haben, KuchenTV hat in Erwägung gezogen, Mois zu einem Interview einzuladen, zu Kaffee und Kuchen oder wie der das sein Scheißformat da heißt. Und dann, als er dafür kritisiert wurde, hat seine Community Leute, die das kritisiert haben, auf Twitter attackiert. Das wäre nur ein Witz, das wäre nur ein Joke. Warum nehmt ihr das alle ernst? Boah, ihr seid alle so blöd und keine Ahnung was alle. Hä? Hab ich gar nicht gemacht, oder?
Weil ich guck mal nach, wie viele, also ich kann sein, dass ich einmal gesagt habe, dass das so ein Scherz war. Das Ding ist, und das ist so richtig dumm, ich hab ja Mäus geschrieben so, jo, hast du Bock auf Kaffee und Kuchen? Und danach habe ich noch geschrieben, ich hatte auch nichts mit Anis. Aber dann dachte ich so, ich habe erst gesagt, push mich mal bitte. Und dann habe ich geschrieben, ich habe auch nichts mit Anis gehabt. Und dann dachte ich so, ach Digga, bevor der mich jetzt in seiner Drogenpsychose umbringt, lösche ich die zweite Nachricht mal lieber. Und habe dann auch Spaß gesagt, so ey, Kaffee und Kuchen, habe ich dann in seiner Story da gepostet gehabt. Aber ich gucke hier mal ganz kurz nach, das war in der Woche, wo wir im Urlaub waren. Ich habe ein... Ich habe nur einer einzigen Person schon wieder geantwortet. Digga, das ist schon wieder falsch. Und das war die hier, die so einen langen Text geschrieben hat. Blablabla, mach das bitte nicht. Und dann hat die geschrieben, so offensichtlich nicht ernst so. Und dann meinte ich so, ja, es ist wichtiger, sich selbst zu beweihräuchern mit so einem Post, als sowas zu erkennen, weil es halt offensichtlich nicht ernst gemeint ist. Da habe ich hier, ich glaube, ich habe das in meine Story gepostet gehabt oder so, ne? Ah, da hat er, glaube ich, sein Angebot gepostet irgendwie, dass er das filmen möchte und hochladen und keine Katze und so weiter. Und dann hat die halt hier so gesagt, ja, hier, ich folge dir nicht, wie soll ich das erkennen, blablabla. Bla, bla. Und dann meine ich auch nur so, ja, du hättest mir auch einfach privat schreiben können. Du musst da nicht so einen langen Post dazu machen, wozu, und mich markieren. So ist doch offensichtlich für Reichweite. Und er hat hier noch gesagt, ja, ich wollte das nur aufzeigen, dass man keinem Raum geben darf. Obwohl sie ja selber in dem Moment dem Thema Raum gibt, so. Das war's. Ich hatte eine kleine Diskussion, wo ich 4 Sätze geschrieben habe. Das war alles, was ich dazu gesagt habe. Digga, das ist halt, also, die ist wirklich, die ist durch, Alter. Und dann hat er erklärt, ja, er macht das aber erst, wenn Mois im Gefängnis sitzt, weil er hat, möchte noch nicht zu früh sterben. Das heißt, die Begründung, die er geliefert hat, war nicht, ich plattforme einen Täter nicht oder ich nehme Rücksicht auf die... Digga, die nimmt das auch wirklich ernst, ne? Vor allem, ich guck mal, es war auch auf Twitter, ne? Auch das kann ich euch, glaube ich, zeigen. Ich suche hier mal was raus. Alter, ich komme da gerade nicht drauf klar, Digga, wirklich. Ich weiß nicht mehr, ich weiß doch nicht mehr genau, was sie... Ich finde hier nur das. Ah doch, einer anderen Person habe ich auch noch gesagt, habe ich in meinem neuesten Video sogar abgelehnt. Ach, kann sein, dass ich das im Video gesagt habe oder so. Weil ich dachte erst, die meint das hier. Da habe ich das gesagt, heute 20 Uhr und jetzt, wo er mutmaßlich in Haft ist, hast du große Klappe. Und ich so, ja Bro, was sonst? Ich dachte, das ist darauf bezogen. Betroffene oder ich rede vielleicht mit der Betroffenen. Und biete ihr eine Bühne. Das, was er gesagt hat, war... Habe ich in meinem ersten Video, da habe ich ihr komplettes Statement zusammengefasst. Das war auf YouTube vorher noch nicht und das hat 700.000 Aufrufe, Shoyoka. Und ich habe Anis sogar alles Gute gewünscht, by the way, privat. Ne? Ah, doch, nee, würde er machen, aber halt erst, wenn das die Person war von 2016. Im Knast sitzt, weil er hat Angst um sein eigenes Leben. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, Betroffene zu schützen. Es geht nicht darum, dass er aus seinem eigenen Skandal was gelernt hätte. Danke für die 100. Ja, er hat in seinem Video gesagt, dass er das nicht macht. Video. Und auf Instagram hat er was anderes gesagt. Und auf Twitter hat er was anderes gesagt. Und in seinem Twitch-Stream hat er was anderes gesagt. Das ist richtig. Du hast die Methode KuchenTV verstanden. KuchenTV sendet auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch zum gleichen Thema unterschiedliche Aussagen an unterschiedlichen Tagen. Und je nachdem, wofür du... Die tut mir irgendwie leid, ne? Also das ist halt... Also der, wie arm und traurig muss dein Leben sein, dass du wirklich jede einzelne Aussage immer komplett ernst nimmst und so, ne? Das ist wirklich, also... Das tut mir wirklich leid.
du ihn kritisierst, bezieht er sich auf eine andere Aussage, die widersprüchlich ist zu dem, was er woanders gesagt hat. Und er nimmt sich immer die Aussage raus, die er gerade braucht, um dir zu widersprechen. Auf dem einen Format hat er gesagt, mach das, auf dem anderen Format hat er gesagt, mach das nicht. Da sagt er dann wieder, war ein Joke, da sagt er dann, es geht um seine Sicherheit. Und er wird, egal wie du ihn kritisierst, wird er immer auf einen anderen Widerspruch seiner eigenen Aussage zurückgreifen, um sagen zu können... Hat er recht mit den Aussagen? Nein, Digga, ich habe sogar zu der Zeit schon mit Twizzy geschrieben und ich habe auch zu ihm gesagt, dass ich auf gar keinen Fall einen Kaffee und Kuchen mit ihm drehe. Hä, ich habe doch längst auf der anderen Plattform, habe ich gesagt, mache ich nicht. Und wenn er keinen Backlash bekommt, dann macht er es. Und vielleicht macht das Bruder, auch trotzdem, obwohl... Ich hätte das so oder so nicht gemacht, Alter. Junge. Oder Backlash gemacht hat. Und deswegen kann er sich halt, dadurch, dass er sich halt selber konstant widerspricht, konstant in allem, was er macht, kann er sich halt jedes Mal eine neue Ausrede raussuchen. Beispiel der Gerichtsprozess, den ich gerade gewonnen habe. Das perfekte Beispiel ist der jetzige Gerichtsprozess, den ich gewonnen habe. Was mit 86 ich habe geworden? In dem Gerichtsprozess mal, auf Twitter bzw. in meinem Livestream gesagt, dass so wie das abgelaufen ist, ich als Betroffene zu der Wahrnehmung komme, dass er hier gerade undifferenziert Rechtsradikalen, Rechtsextremen, Sift, Twitter und Co. finanzielle Unterstützung angeboten hat, damit die rechtlich gegen mich vorgehen können. Das war meine Aussage. Und er hat versucht, das mit einer einstweiligen Verfügung zu unterbinden. Das wurde vom Gericht abgelehnt. Und er hat dann alle möglichen Gründe geliefert in seinem YouTube-Video und auf Twitch und auf Twitter. Warum, weshalb, wieso? Jetzt mal ohne Witz, das ist mittlerweile der Ablauf. Du sagst etwas ironisch und sie versucht es so hinzustellen. Du meinst es ernst, ja? Das hält auch das Ding. Deswegen zeigt sie auch nie irgendwas im Stream. Weil ansonsten würden ihre Zuschauer halt auch merken, hey, warte mal, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch offensichtlich nicht ernst gemeint. Ja, das ist halt das Ding. Shoyoka versucht sich halt einfach nur in die Opferrolle zu packen und ist so blank, also die ist so krass mit Hass vollgefüllt gegen mich, so dass, also sie versteht das auch nicht. Für sie ist das wirklich so. Bla bla bla. Und ja, weiß ich, also so, ja, soll sie so weitermachen, keine Ahnung. Also ich habe ja keine Nachteile dadurch jetzt theoretisch, ne? Wir stellen das hier klar, ich habe meine Zuschauer und so, aber es... sprachlos gerade. Er ist sogar so weit gegangen, dass er in seinem YouTube-Video behauptet hat, er könne beweisen, dass ich nicht gegen rechte Leute vorgehen würde und dass das Blödsinn ist und das OLG wird es richten. Ja, gestern habe ich die Begründung für meinen Sieg vor Gericht vom Gericht bekommen, wo explizit drinnen steht, dass KuchenTV selber vor Gericht zugegeben hat, dass er wusste, gegen was für Leute ich mit den DMCA-Strikes vorgehe. Das, was er in seinem Livestream behauptet hat, dass er es nicht weiß. Ich kann es euch gerne vorlesen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ne? Ich weiß, ihr glaubt den Twitter-Threads nicht. Vielleicht glaubt ihr mir, wenn ich es euch aus einem Gerichtsprozess vorlese. Da ist es nämlich... Ja, zeigt sie das halt wieder. Das habe ich halt vorhin schon was zu gesagt. Das überspringen wir jetzt einfach mal. 1:1, dass er selber zugegeben hat, dass er es wusste. Also konkret... Der Kläger hat in der mündlichen Verhandlung auch erklärt, dass es zutreffend sei, dass er vor seinem Tweet von einem seiner Moderatoren darüber informiert worden sei. Ja, das stimmt halt so nicht, das habe ich vorhin schon erklärt, das erkläre ich auch nachher im Video dann nochmal. Dass die urheberrechtlichen Löschungen nur gegen ganz bestimmte Personen vorgenommen wurden. Nee. Vor diesem Hintergrund hat die Beklagte ihre Auffassung geäußert, dass der Kläger, wenn er trotzdem undifferenziert Hilfe anbietet, auch diese Personengruppen unterstützt. Das ist das, was er nach wie vor behauptet, dass er es nicht wusste. Er hat vor Gericht, er hat in seinem Twitch-Stream behauptet, er wusste es nicht und hat dann vor Gericht zugegeben, dass er es wusste. Und hat danach ein YouTube-Video hochgeladen, wo er gesagt hat, er kann beweisen, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, kann ich auch beweisen. Und als die zwei Accounts... Ja, das ist halt das Ding. Shoyoka denkt halt, dass nur weil jemand etwas behauptet, das auch direkt ein Beweis ist, ne? Das ist halt genau das Problem. Also selbst wenn er mir vor dem Tweet geschrieben hätte, etwas zu behaupten, ist kein Beweis, Shoyoka. Bitte ein bisschen Intelligenz, wenigstens ein bisschen. Shazam, mit denen er erst beweisen kann, dass ich es nicht gemacht habe, hat er einen Account eingereicht, bei dem sein Anwalt behauptet hat, der wäre nicht rechts und es hat keine 5 Minuten... Digga, sie sah wirklich wie eine Schallplatte, ne? Das ist 1:1 genau so vor 30 Minuten schon gesagt worden. Ich herauszufinden, dass dieser nicht rechte Account einem linken Aktivisten eine Abschiebung in sein Heimatland gewünscht hat. Das ist der nicht rechte Account, den KuchenTV beweisen kann.
Und die Leute sind so, ja, aber behaupten und machen sind zwei Paar Stiefel. Ja, und vor Gericht gewinnen und verlieren sind auch zwei Paar Stiefel. Und vielleicht sollte man anfangen zu hinterfragen, was ein Kuchen-TV so auf YouTube macht, wenn er in allen Punkten verliert, obwohl seine gesamte... Ein Fall. Einen einzigen Fall. Aber wir sind ja nächsten Monat wieder vor Gericht wegen der negativen Feststellungsklage, Shoyoka. Mal gucken, ob es dann immer noch 1-0 für dich steht. Community davon ausgeht, dass er gewinnen wird. Ist halt richtig, richtig krass. Und die Leute sind so heftig im Tunnel, ne? Die Leute sind so, so heftig im Tunnel, dass sie das nicht... Ich finde es halt total leicht zu erkennen. Ich finde, das Muster von KuchenTV ist so leicht zu erkennen. Wenn man sich eine Woche mit dem auseinandergesetzt hat, dann merkt man doch, wie oft er sich selber widerspricht in allem, was er macht und tut. Und wie oft er sich für Dinge entschuldigt, angeblich, die er gemacht hat. Was willst du bei einem 2-0 machen? Naja, ich sag mal so, wir haben jetzt ja das Urteil von dem Fall... Und da geht es ja um die negative Feststellungsklage, also dass ich quasi feststellen lasse, nein, das darf ich behaupten. Und bei der Argumentation, die das Gericht jetzt gemacht hat, habe ich alle 5 Punkte gewonnen. Also die würden sich massiv selbst widersprechen, wenn sie bei meinem Fall dann wieder was anderes machen, als jetzt bei der Shoyoka-Sache, weil es genau das gleiche ist. Also ich kann, also faktisch gesehen, wenn sich das Gericht nicht in beiden Urteilen selbst widersprechen möchte, was sie dann einen Monat später raushauen müssen, gewinne ich das, zu 100%. Also das ist wirklich safe. Das kann ich nicht verlieren. ...gemacht hat, nur um sie dann wiederzumachen. Das ist die gleiche Taktik. Nö, aber also man merkt auf jeden Fall immer mehr, dass Shoyoka wird so immer ehrenloser in ihren Aussagen, so, ne? Immer mehr auf Familie und so weiter. Ich nehme das dankend an, Digga, Shoyoka. Ich bin gespannt, wie das meine YouTube-Community sehen wird. Ne? Ich nehme das einfach mit, Digga, und bezahle dann Urlaube davon. Dick, aber die wir ja bei anderen reaktionären und opportunistischen Personen auch beobachten. Also dieses Antesten. Wie weit kann ich mit einer Aussage gehen? Und er macht es halt davon abhängig, wie die Community reagiert. Das heißt, er sagt Dinge und probiert, wie die Community reagiert und danach gemessen, wie viel Backlash er bekommt, nimmt das dann entweder zurück oder bleibt dabei. Das ist super spannend, das mit anzusehen. Ja, stimmt halt auch einfach nicht. Desto weniger Backlash er bekommt, desto weniger rudert er. Und sobald er Backlash bekommt, sobald er kritisiert wird, hat er immer entweder zwei Möglichkeiten, wie er reagiert. Entweder er behauptet, es war von vornherein nur ein Witz. Das ist Punkt 1. Oder er skandalisiert irgendwas, was die Person gesagt hat und versucht zu erklären, warum die Person ja problematischer ist. Hey, das machst du die ganze Zeit! Egal! Ich komm darauf nicht mehr klar! Ey, es ist unfassbar. Ey, ich komm nicht darauf klar, wirklich. Ey, Digga, das ist halt, also das ist, ich komm nicht darauf klar, ehrlich. Digga, das macht sie doch die ganze Zeit. Das hat sie da hier irgendwo hier vorne erst, hat sie da nochmal zusammengefasst. Ja, und der hat das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und jetzt kommt die damit. Ey, es ist unfassbar, das, ja, wirklich. Sind immer eine von beiden Sachen. Oh. Und dann distanziert er sich davon, nur um es 2 Wochen später nochmal zu sagen. Und seine Community sagt dann, ja, aber er hat ja schon mal gesagt, dass es ein Witz ist. Ja, super. Und danach hat er 3-mal gesagt, dass es kein Witz war. Es ist halt richtig, richtig krass. Leute, ihr müsst wirklich anfangen zu verstehen, dass Menschenfeindlichkeit, dass Diskriminierung, dass Mobbing, Beleidigungen und diese unzähligen Verfehlungen nicht alle einfach nur Sarkasmus sind. Das ist nicht alles nur ein Witz und ein Joke, nur weil er sagt, haha, ist ein Witz. Ja, eben. Ich meine, alles ernst. Generell, alles, was ich im Internet sage, ist immer zu 100% ernst gemeint. Er hat trotzdem eine Verurteilung für Volksverhetzung kassiert, eben, obwohl es nur ein Witz war. So. Weil Volksverhetzung auch mit Witzen funktioniert. Wer hätte das gedacht? So, du bist nicht unantastbar vor dem Gesetz und auch nicht moralisch, nur weil du sagst, haha, war ein Joke oder habe ich nicht so gemeint. Es war gut mit anzusehen bei der Upper-Red-Thematik, als er erst meinte, er regiert weiter auf ihn, weil Kenzen blöd ist. Und dann nach Backlash hat er selbstständig seine Meinung geändert. Mhm. Und ganz. Ja, schlimm. Also, ich weiß auch, welches Video sie meint. Ich habe da ein Video gemacht, sollte man weiter auf ihn reagieren oder nicht. Und auch das ist wieder falsch rübergebracht. Ich habe ja gesagt, ja, bringt nichts, bla bla bla. Und ja, Shoyoka, so sieht es aus, wenn man ein reflektierter Mensch ist. Ich weiß, das hast du noch nie gehört, das Wort. Zumindest nicht bei dir selber auf jeden Fall. Aber ich habe mir danach halt Gedanken gemacht. Ja, soll man ihn canceln, bringt eigentlich nichts. Und in meinem Video habe ich dann gesagt, ey, man kann auch weiter auf ihn reagieren und man muss weiter drauf reagieren, man muss ihn einordnen, denn er muss weiter als kritische Person dastehen, weil er es schafft, die ganzen Leute wieder hinter sich zu bringen.
Ich habe nicht gesagt, cancelt ihn und reagiert nicht mehr drauf, sondern reagiert nur noch drauf, wenn man auch wirklich kritisch darauf eingehen kann. Auch das, dies... Ganz, ganz am Ende hat er es als Kunstfigur gesagt, nicht als Privatperson, weil das ist sich ganz was anderes, Upright-Methode. Ich habe oft gelesen, dass du Zensur von berechtigter Kritik betreibst. Als ich danach gefragt habe, konnte mir keiner der 5 Personen auch nur ein Beispiel nennen. Die fressen denen aus der Hand. Hä? Digga, ich kann dir 10 Beispiele nennen. Was ist das denn? Ohne überhaupt das zu checken. Die sind auch die Leute, die sich darüber aufregen. Ich habe in meinen Videos Belege dafür gezeigt. Aufregen sind ja mittlerweile selber komplett invested. Also man muss halt auch verstehen und begreifen, dass hier an der Stelle einfach wie so ein Kult entstanden ist, der sich darauf, also der seine gesamte Freizeit dafür nutzt, mich zu hassen. Du wirst diese Leute auch nicht mehr abholen. Das ist halt ein bisschen das Flat-Earth-Syndrom, das entsteht. Also, ja, also die ganzen Aussagen, die respektlosen Aussagen hier gegen mich, die du bringst, die haben natürlich gar nichts damit zu tun. Sondern das sind einfach Leute, die dich einfach allgemein hassen, so. Ja, ja, klar. Und nicht, dass das Leute... Das und das ist halt wirklich ihre Realität, ne? Das, also ganz ehrlich, also manchmal wünsche ich mir wirklich Shoyoka zu sein, weil sich die Welt so bunt zu malen, obwohl alles grau ist, wäre halt wirklich geil. Aber ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Shoyoka. Ich sag mal, am Ende werden die Blumen gezählt oder wie man sagt, ne? Also meine Zuschauerzahlen sinken nicht. Ich habe immer noch Placements. Ich kann immer noch sehr gut leben davon. Ich musste meine Mitarbeiter nicht entlassen, ne? Diese Leute Flat Earthler sind, sondern die sind in ihrer Meinung gefestigt und ihre Meinung ist, Shoyoka ist böse, Shoyoka hat gelogen, Shoyoka spricht die Unwahrheit, Shoyoka muss aufgehalten werden. Und egal wie die Einordnung von Presse aus 2 unterschiedlichen Ländern, die Gerichtsverfahren... Bruder, die Gerichtsverfahren! Es sind einzelne Wörter! Digga, du hast Tobias Hoch dafür abmahnen lassen, dass er Hatefluencer gesagt hat. Das hat doch mit dem riesen Ding drumherum nichts zu tun, Alter. Junge, imagine, Tobias Hoch hat, keine Ahnung, 10 Videos über Shoyoka gemacht, wo er sie inhaltlich eingeordnet hat und gezeigt hat, wo sie gelogen hat und was sie für falsche Sachen gedroppt hat. Und dann sagt er einmal Hatefluencer, wird abgemahnt und jetzt sagt sie so, ja, also ich gewinne ja sogar vor Gericht. Ey, wirklich, das ist krank, Digga, das ist krank, wie sie so in ihrer Scheinwelt lebt. Also imagine so, ja, okay, du hast jetzt gegen mich gewonnen, du darfst jetzt eine Sache sagen, du hast mir noch gar nichts verboten. Du hast mir 4 Abmahnungen geschickt, seit 1,5 Jahren und hast noch nicht eine Sache durchbekommen. Also bin ich ja offensichtlich auch nicht so schlimm. Ne, und die Beweislage, die Tatsachen aussehen, die stattfinden, sie werden von dieser Meinung nicht runterkommen, weil dafür müssten sie selber hinterfragen, was sie eigentlich die letzten Monate gemacht haben. Und mit jedem weiteren Monat, der passiert, ist es unwahrscheinlicher, dass die Leute drauf kommen, dass sie sich verarschen haben lassen. Aber stell dir das mal vor. Also stell dir mal vor, du hast 400 Videos geguckt, in denen dir erklärt wird, Shoyoka ist richtig böse und hast dann angefangen, unbezahlt Videos für diese Influencer zu schneiden, weil du ihnen halt glaubst und weil du davon ausgehst, so wie sie versprochen haben, dass sie vor Gericht alles gewinnen werden, weil sie liegen ja definitiv im Recht und Pia lügt die ganze Zeit. Machst du auch, nachweislich. Und dann kommt ein Gerichtsverfahren nach dem anderen und sie verlieren jedes einzelne, weil man dann vor Gericht tatsächlich mit Fakten... Bruder, was für jedes einzelne, Alter, ey, Junge, es waren jetzt... Also erstmal, ich find's lustig, dass sie davon wir alle redet, aber effektiv gab's 2 gegen Tobias Hoch und 1 gegen mich. Das war's. Die meisten Sachen sind noch nicht mal vor Gericht. Alle, es sind auch die schon verhandelt worden sind, sind noch offen. ...arbeiten muss und nicht mehr nur mit Reichweite. Und dann müsstest du an diesem Punkt mal drüber nachdenken, habe ich gerade das letzte halbe Jahr damit verbracht, in meiner Freizeit unbezahlt Videos für einen YouTuber zu schneiden, der mich verarscht und sich selber daran bereichert, dass ich für ihn arbeite, während er damit Geld verdient. Also ich sag mal so, gut, Dave hat es jetzt natürlich geschafft am Ende, aber der war doch auch unbezahlt und hat alle jegliche Kritik gegen dich versucht, irgendwie zu debunken und 10.000 Tweets gegen uns zu machen. Ich glaube nicht, dass der bezahlt wurde. Ohne, dass er mich dafür bezahlt. Das tut weh, bei sowas zuzuschauen. Das muss richtig, richtig, richtig wehtun, sich das einzugestehen. Dass dann man verdient er ja ungefähr genauso viel wie deine gefeuerten Mitarbeiter, die du nicht mehr bezahlen konntest, ne? Seine Freizeit darauf verschwendet hat,
unbezahlt für jemanden zu arbeiten, der einen einfach nur verarscht, um sich selbst zu profilieren. Der sich sogar selber in seine Streams setzt. Ne, gibt ja dieses wunderschöne Zitat von KuchenTV, wo er sich mit Alicia Joe auf eine Couch gesetzt hat und gesagt hat, er macht quasi keine Recherche für seine Videos, die er als Newsformat verkauft, weil seine Fans kriegen eh nicht mit, ob er recherchiert hat oder nicht. Das hält er von seiner eigenen Community. Das war garantiert damn serious von mir. Wenn ich so denken würde, dann würde ich das sicherlich einfach online in einem Kaffee und Kuchen mit Alicia Joe auf ernsthafter Basis sagen. Alter, ey, es ist halt, Junge. Boah, die hat so Glück, dass man Dummheit nicht abmahnen kann, ne, Digga, die wäre so im Knast. Er glaubt von seiner eigenen Community, dass die sich so krass von ihm verarschen lassen, dass denen nicht mal auffällt, ob er was recherchiert oder nicht. Oder ob er einfach nur Sachen zusammenhanglos zusammenschneidet und sich drüber aufregt. Stell dir mal vor, du musst dir das eingestehen, dass du deine gesamte Freizeit für jemanden investiert hast, der sich an dir bereichert und der von dir so wenig hält, dass er glaubt, dass du nicht mal die Fähigkeiten hast. Woher weiß sie eigentlich, ob ich den nicht eingestellt habe oder ob der als Freelancer bei mir arbeitet. Das zu erkennen, wenn du verarscht wirst. Das tut richtig, richtig weh. Und deswegen werden die Leute da auch nicht hinschauen, sondern werden sich halt immer weiter in ihren Hass reinsteigern und ihre Wut weiter ausleben. Und ich glaube, es gibt da mittlerweile ein paar Leute, sogar wenn KuchenTV morgen aufhören würde, Videos über mich zu machen, würden die nicht aufhören, sich an mir weiter zu verbeißen, weil sie einfach schon viel zu tief im Sumpf sind. So, die werde ich auch nicht mehr los. Aber es ist halt für sie schlimmer als für mich. Weil mein Leben geht halt weiter und ich mache halt weiter die Dinge, die mir Freude machen und machst mega Dinge, die dir Freude machen. Beispielsweise Abmahnungen schicken, die ganze Zeit Geld ausgeben, sich in die Opferrolle stellen. Also ich weiß nicht, du machst deinen Stream aus, guckst meinen Stream, um währenddessen zu twittern. Also du scheinst ein sehr, sehr spaßiges Leben zu haben. Bin ich mir sicher, Shoyuka. Verwirkliche mich privat und beruflich. Und sie leben halt nur mehr, um mich zu hassen und alles zu... Ja, also gerade beruflich den ganzen Tag über uns reden, damit man überhaupt noch Zuschauer hat, ist, denke ich mal, die Verwirklichung eines Lebens. Zu stalken, Digga. Obsessiv, was ich halt tue. Herr, als ob sich KuchenTV nicht bezahlte Cutter leisten könnte, wieso macht man das for free? Manche nennen das vielleicht Aktivismus. Ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ihr braucht eine Drittperson, die zwischen euch vermittelt, so wie das Landesgericht. Ist ein Richter eine Drittperson, die für dich passt? Ich meine. Och, Digga, Junge, Och, Digga, diese Dummheit. Also heute triggert mich das. Es ist auch lustig. Eigentlich ist es auch eher lustig, Digga. Aber Dummheit triggert mich immer. Man muss mal überlegen, die Aussage war, ey, so klärt das doch. Und wenn ihr es nicht zu zweit klären könnt, dann holt euch doch mal irgendwen, dass ihr mal wieder vernünftig redet und dass sich das klärt. Hä, aber wir waren doch beim Landgericht. Ja, aber nicht wegen dem Beef, sondern wegen einer Aussage von dir. Ey, Mann. Diese Selbstgefälligkeit, das Geile. Also sie ist auch gar nicht in der Situation, um selbstgefällig zu sein. Es ist halt... Ich hatte ja sogar einen Mod, der es versucht hat. Nein, ihr sollt mich vermitteln lassen, ja. Also nur mal so grundsätzlich, ne? Der jetzige Fall ist das perfekte Beispiel dafür. Mein Mod, Askaron, ist losgezogen. Okay, und hat Kontakt zu dem Mod. So, warte. Wir wechseln hier kurz das Video. Ich habe jetzt wieder das andere zugeschickt bekommen. Wir sind bei Minute 39:11. Wahrheit, Shoyuka muss aufgehalten werden. Und egal wie die Einordnung von Presse aus zwei unterschiedlichen Ländern, die Gerichtsverfahren... Ja, warte mal. ...sondern werden sich halt immer weiter in ihren Hass reinstellen, warum er vor Gericht verloren hat, zu lösen. Ich weiß auch nicht... Ob es bei KuchenTV hilft, weil auch KuchenTV hatte einen Vermittler und hat dann zugegeben, dass diese Person vermittelt hat und sich dann trotzdem gewundert, warum er vor Gericht verloren hat. Was soll ich euch sagen? Ja, weil das kein Beweis ist. Es ist, glaube ich, eine relativ simple Antwort, die ich auf das Ganze geben kann, um vielleicht ein paar Fragen in den Raum, also die im Raum stehen, zu beantworten.
In Bezug auf KuchenTV. Es ist unmöglich, einem Mann etwas rational und sachlich zu erklären, was er nicht verstehen möchte. Ja, Mann, Sugar guckt echt gerade den Stream, die hat echt gerade getwittert. Ja, also die macht nur noch das, was sie verwirklicht gerade wirklich ihr Leben, ne? Immerhin kann sie jetzt mal einem Mann zugucken, ne? Warum ein Mann? Warte, ich hab gerade hier... In Bezug auf KuchenTV. Es ist unmöglich, einem Mann etwas rational und sachlich zu erklären, was er nicht verstehen möchte, weil sein Job davon abhängt, es nicht verstehen zu wollen. Hm. Du kannst... Ja, wieder Sexismus an der Stelle, aber das ist bei Pia wirklich das kleinste Problem. Mit KuchenTV Dinge nicht klären, weil sein Job als Beef-YouTuber daraus besteht, keine Dinge zu klären, weil er mit Nicht-Klären unfassbar viel Geld verdient. Ja. Deswegen habe ich nämlich seit ungefähr einem Jahr immer wieder gesagt, Chiyoka, wir können das einfach kurz in einem Gespräch klären, dass wir einmal darüber reden und dann ist einfach beendet, wir nehmen auch nichts auf oder so und da macht auch keiner mehr Videos über den anderen. Der oh Mann, ey. Ich glaube immer noch, Digga, Real Talk, Klenkes, danke für den Primes. Ich glaube, Chiyoka ist einfach mein größter Fan und gönnt mir diesen Content einfach, weil es nach dem Skandal nicht mehr so lief. Und sie sich so dachte, ey, komm, wir holen ihn jetzt hoch, auch wenn bei mir dann nicht mehr so gut läuft, solange ich davon leben kann. Auch ohne Mitarbeiter, die ich dann leider feuern musste, ne, ist das in Ordnung. Aber das muss man sich überlegen. Also ich habe schon tausendmal gesagt, so ey, ne, wir hören dann einfach auf, bla bla bla, alles gut. Und sie will das nicht machen, weil es Erpressung ist, wirft mir jetzt aber vor, dass man mit mir ja gar nicht reden kann, weil ich diesen Content brauche. Digga, logisch ergibt das gar keinen Sinn. Es ist halt echt, also es ist traurig. Das ist schon Joker, ne? Hat sie dir angeboten, sie redet nicht und dann hörst du auch auf vor kurzem. Ja, und da habe ich auch gesagt, so, ja, also ich habe es erst nur von meinen Zuschauern mitbekommen und da meinte ich so, ja, ich würde eigentlich schon gerne noch auf Jakob und so weiter reagieren. Als wir uns das im Stream angeguckt haben, das war ja 2 Wochen später, habe ich aber auch gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ja, lass das machen. Wir reden einfach beide nicht mehr übereinander, ist komplett in Ordnung. Ich würde halt nur weiter über die Gerichtsprozesse berichten, logischerweise, ne, weil ich verdiene damit ja offensichtlich viel, viel mehr Geld, als ich investiere. Ne, deswegen schickt mir Chiyoka auch so viele Abmahnungen, um mich da zu unterstützen. Also Dankeschön. Und ja, ich habe ihr gesagt, kann man annehmen, aber ja, hat sie nicht so viel Lust drauf anscheinend, ne? Da ist das dann doch wichtiger, dass man die Zuschauer hochhält. Die Leute, die glauben, man kann was mit KuchenTV klären, weil er hin und wieder Zwinky Zwonky sagt, ja, würde ich machen, verkennen, dass sie von ihm verarscht werden, während er sich einen goldenen Arsch mit ihrer, ja, Naivität verdient, weil sie sich den Scheiß immer wieder reinziehen und glauben, da würde irgendwie eine echte Auseinandersetzung stattfinden und nicht, dass KuchenTV einfach nur allen auf der Nase rumtanzt und damit Geld verdient, dass Leute dramasüchtig sind. Ja, Chiyoka, jedem ist klar, dass die Leute, die meine Videos gucken, Drama feiern. Das ist klar und... Wie verarsche ich denn da Leute? Digga, guck doch auf meinen Kanal. Ich berichte die ganze Zeit über Beef und aktuelle Themen. Ja, natürlich habe ich Leute in meiner Community, die Drama feiern. So, hey. Digga, ich check die Aussage halt nicht mal. Ich sag ja von mir selber, dass ich so ein Gossip-YouTuber bin, der halt so Gossip-Themen einfach zusammenträgt auf der YouTube-Ebene. So, hey, okay. Es ist schon lustig eigentlich, ne? Wieso immer dieses, man kann einem Mann etwas... So, und also ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht, weil die Leute fühlen sich halt bei mir unterhalten, die gucken meine Videos gerne, die finden meine Zusammenfassungen gut. Ja, Chiyoka, wenn ich das halt ernst meinen würde, dass ich halt nicht gut recherchiere, so, warum sagen dann tausende Leute beispielsweise, oder voll auf dem Chat jetzt nicht tausend, aber immer wieder so, hey, ich gucke lieber deine Videos als zum Beispiel die von Alpha Kevin, ich finde die besser zusammengefasst oder so. Also ich krieg ja sogar Props für meine Videos, so, also es passt doch, ach, Digga. Es ist halt also... Das nicht erklären, was er nicht verstehen will, das hat grundsätzlich gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ach, in meinem spezifischen Fall sage ich das deswegen, weil 95% der Leute... Achtung, ich rede gerade wieder von Zahlen, ne? Bevor wieder jemand versucht, mich abzumahnen, die letzten Zahlen konnte ich belegen, die ich geäußert habe. Weil 95% der Männer, der Personen, die von Anti-Chiyoka-Content leben, Männer sind. Und das ist... Nicht immer ein Mann, aber fast immer ein Mann. Kannst du den Hintergrund zur Thumbnail-Abmahnung erklären? Wie in allen Fällen erkläre ich den Hintergrund zu meinen Verfahren, wenn sie abgeschlossen sind vor Gericht. Ihr kriegt zu allem, was ich mache, eine Erklärung.
Ich werde euch zu allem, was ich mache, werde ich euch erklären, warum, weshalb, wieso. Aber ich spreche über die Verfahren, wenn sie abgeschlossen sind. Denn aus der Erfahrung des Jahres habe ich gelernt, über Verfahren erst dann zu reden, wenn man sie gewonnen hat oder wenn sie abgeschlossen wurden. Ah, das Verfahren gegen mich und gegen Tobias Hoch ist aber noch nicht abgeschlossen, denn das ist gar nicht rechtskräftig, weil wir alle in Berufung gegangen sind. Warum redest du dann darüber, Shoyoka? Ah, wieder mal selbst widersprochen, wa? Ein Eigentor! Das erspart einem die Peinlichkeit, ein Foto aus einem Gerichtssaal zu posten, wo man seinen nicht vorhandenen Bizeps zeigt, bevor man auf voller Linie... Digga, Junge, wollt ihr... Digga, der Bizeps ist gigantisch, Digga. Guckt euch den bitte an. Wie, da ist kein Bizeps. Hast du schon mal Trizeps gesehen? Digga, guck dir den... Digga, der hier, guck mal, das ist der Trizeps, Digga. So, zack. Also, hier, ich mach Trizepsstrecken übrigens gerade. Digga, guck, Digga, Junge, was? Wie kein Bizeps? Bro, Alter. Ja, der Rücken kann ich euch nicht zeigen, ne? Oh. Digga, ich bin absolut muskulös. Hier rasiert wird. Ja, ich finde, das ist Bodyshaming. Als sie jetzt auch noch Bodyshaming betreibt, Digga, weißt du, typisch wieder Frauen, ja, der muss muskulös sein und 1,80, bla bla bla. Und im Gegensatz zu KuchenTV stehe ich nicht so drauf, mich öffentlich zu blamieren. Auch wenn das alles für dich natürlich... Ja, okay. Wie nicht schön ist. Glaubst du, dass deine Reichweite durch die ganze Scheiße profitiert oder merkt man da nichts? Ich möchte keine KuchenTV-Zuschauer. Das Einzige... Hä? Das ist gar nicht die Antwort auf die Frage. Was ich an Reichweite dazu bekommen habe, ist Sift-Twitter, Nazis, irgendwelche hoffentlich Kids-Accounts, die stattfinden und Hoffentlich Kids-Accounts? Schwierige Aussage, aber nun gut. Welche unangenehmen Drachenhater, Leute. So, es ist halt weird und Ja, und da macht man sich natürlich auch keine Gedanken. Also alleine, keine Ahnung, wenn du die Drachenlord-Story ein bisschen kennst, dann weißt du genau, gegen was für Leute die vorgehen. Und wenn die Drachenlord-Leute die ganze Zeit dich fronten, dann stellen die dich auf eine Stufe mit dem Drachenlord, mit Minon Baraka und mit noch so einem komischen Typen, den die einfach von vorne bis hinten verarschen. Also wenn die so eine Meinung von dir haben, liebe Drachenlady, ja, dann wird...